Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen bei uns in der Arbeiterkammer beim 45. Stadtgespräch, das die Arbeiterkammer veranstaltet, gemeinsam in Kooperation mit der Stadtzeitung Falter. Mein Name, ich darf mich ganz kurz vorstellen, ist Barbara Theiber. Ich bin geschäftsführende Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten Druckjournalismus Papier und seit April bin ich auch Vizepräsidentin der Arbeiterkammer Wien. Und in dieser Funktion habe ich heute die ehrenvolle Aufgabe, unsere Präsidentin Renate Anderl zu vertreten und quasi als stellvertretende Hausherrin Sie alle herzlich willkommen zu heißen bei uns beim Stadtgespräch zum Thema »Muss die EU neu erfunden werden?« Mitten in der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft, knapp ein halbes Jahr vor den Wahlen zum Europäischen Parlament und leider in einer Zeit, in der wir in vielen EU-Ländern ein massives Erstarken von nationalem Gedankengut beobachten können, ist es, so denke ich, eine ganz wichtige Frage, die es lohnt, ausgiebig diskutiert zu werden. Und hierzu haben wir die renommierte Politikwissenschaftlerin und Publizistin, Frau Professorin Ulrike Gerow eingeladen, die spätestens seit ihrem gemeinsam mit Robert Manasse publizierte Manifest zur Gründung einer Europäischen Republik zu den bedeutendsten Vordenkerinnen im deutschsprachigen Raum zählt, was europäische Fragen betrifft. Es freut uns sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Herzlich willkommen bei uns in der Arbeiterkammer. Mehr wird sie noch Peter Huemer vorstellen. Ich darf sagen, als Arbeiterkammer und auch als österreichischer Gewerkschaftsbund setzen wir uns seit sehr langer Zeit intensiv mit europäischen Fragen auseinander. Als Beitrittsbefürworter waren unsere damaligen Erwartungen, es ist schon eine Zeit lang her, dass wir unseren Sozialstaat, dass wir unseren Wohlfahrtsstaat besser in einer Gemeinschaft mit anderen Staaten weiterentwickeln können und auch verteidigen können als im Alleingang. Und tatsächlich war die EU noch in den 90er Jahren, auch wenn nicht alles rosig war, durchaus von Ideen getragen, dass es möglichst vielen Menschen in den damals 15 Mitgliedstaaten besser gehen soll, dass es höhere Lebensstandards sollen. Und tatsächlich wurden damals auch ehrgeizige Ziele, beispielsweise in den Feldern Sozial-, Umwelt- oder auch Verbraucherschutz formuliert. Doch wie unterscheidet sich das Europa der 90er Jahre von der heutigen EU? Da muss man leider sagen, dass nicht wenige Menschen sich mittlerweile die Frage stellen, ob dieses Europa tatsächlich den Wohlfahrtsstaat, den Sozialstaat, wie wir ihn noch, sage ich, kennen, unterstützt oder nicht viel mehr unter Druck setzt. Als Arbeiterkammer sind wir der Auffassung, dass es einen Kurswechsel braucht in Europa, ein mehr von einem anderen Europa, ein sozialeres Europa, ein Europa, in dem nicht die Wünsche von bestens vernetzten Großkonzernen und Industrielobbys erfüllt werden, sondern ein Europa, in dem die Bedürfnisse der arbeitenden Menschen mehr Gewicht einnehmen müssen. Als Gewerkschafterin sage ich auch ein Europa, in dem die Rechte der Gewerkschaften Vorrang vor den Marktfreiheiten des Binnenmarktes haben und ein Europa, in dem die offenen Grenzen des Binnenmarktes kein Freibrief für Lohn- und Sozialdumping sind. Und ein Europa, das nicht den Neoliberalismus und neuerdings erstarkende Nationalismen fördert, sondern diese in die Schranken weist. Ja, all das tut Europa derzeit aus unserer Sicht nicht wirklich oder viel zu wenig. Und auch die aktuelle österreichische Ratspräsidentschaft gibt hierzu nicht viel Anlass zur Hoffnung. In ihrem Programm finden sich nur wenige Hinweise zur Schärfung des sozialen Profils. Die erst 2017 proklamierte Säule der sozialen Rechte wird darin mit keinem Wort erwähnt. Im Grunde scheint es, dass Schlagworte wie Subsidiarität,
bin ein bisschen nervös, ich mache diese Eröffnung heute zum ersten Mal. Und auch Goldplating darauf hinauslaufen, dass bereits erkämpfte Standards wieder in Frage gestellt werden. Wie wollen wir vor einer derartigen Ausgangslage mehr Menschen für Europa begeistern? Wie wollen wir Europa weiterentwickeln? Wie muss die Zukunft der EU aussehen, damit sich die Bürger und Bürgerinnen in allen Mitgliedstaaten auch wieder mit diesem Europa identifizieren? Ja, ich denke mal, das sind ganz viel spannende Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt, aber es ist eins gewiss, dass Frau Professorin Gerow sicher zu jenen Personen zählt, die zu diesen Fragen ganz, ganz wichtige Beiträge liefern kann, wie wir eben diese großen Fragen der Gegenwart besser verstehen können und wie wir diese Fragen vielleicht auch beantworten können, so dass diese Fragen beantwortet werden, dass sie die Herzen der Menschen berühren und auch den Verstand dem Verstand entsprechen. In diesem Sinne dürfen wir uns gemeinsam auf einen spannenden und anregenden Abend freuen, auf ein tolles Stadtgespräch. Ich sage vielen, vielen Dank schon vorweg für Ihr Kommen, auch bei einem der letzten schönen Abende, was das Wetter betrifft, wahrscheinlich in diesem Jahr. Es zeigt, wie groß das Interesse ist und darf das Mikro unserem bewährten Moderator Peter Hoemer übergeben. Ich sage nochmal Danke. Ulrike Gerow hat Politikwissenschaft und Geschichte studiert und hat in Paris, Brüssel, London, Berlin, anderen Städten gearbeitet zu Fragen der europäischen Integration und zur Rolle Europas in der Welt. Vor 2 Jahren ist sie Professorin, seit 2 Jahren ist sie Professorin für Demokratieforschung und Europapolitik an der Donau-Universität in Krems. Viele Bücher, ihr letztes Buch erschienen 2017, trägt den Titel Der neue Bürgerkrieg, das offene Europa und seine Feinde. In der Berliner Taz habe ich über Ulrike Gerow gelesen. Seit 2016 ihr Buch Warum Europa eine Republik werden muss, erschienen ist, gehört Gerow zum wissenschaftlichen Jet-Set. Neben ihrer Professur an der Universität Krems in Österreich ist sie beinahe jede Woche unterwegs nach Brüssel, Florenz, Berlin oder woanders hin. Ja, und heute Abend ist sie hier, wird jetzt referieren und dann folgt unser Gespräch. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich wirklich hier zu sein und dass Sie es so zahlreich bei diesem heurigen Wetter in diesen Saal geschafft haben. Das ist jetzt der erste Vortrag, seitdem ich so la rentrée, also wieder das Jahr wieder losgeht. Die Vereinbarung ist, dass ich jetzt so ungefähr 20, 22 Minuten spreche und wir dann dieses Gespräch führe. Ich danke der Arbeiterkammer und ich werde Sie jetzt relativ schnell in 20 Minuten durch ein paar Charts mitnehmen, um Ihnen vorzustellen, warum wir die Europäische Republik brauchen. Frau Theiber hat das hervorragend eingeführt, ja, die Arbeiterrechte und so weiter, was in diesem Europa nicht mehr vorkommt. Ich sage nur, Republik heißt Res Publica, heißt das Gemeinwohl. Deswegen sind Sie ja wahrscheinlich auch alle Bürgerinnen der Republik Österreich, während ich Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland bin. Und warum wir das vielleicht zusammenführen könnten, noch mit denen, die heute Bürgerinnen der Repubblica d'Italiana und der Respospolita Polonaise und der République Française daraus eine europäische Republik machen. Das ist das Ziel des Vortrags. Ich nehme Sie mit auf diese Reise. Es werden ungefähr 20 Minuten und danach haben wir Gelegenheit, das in einem Gespräch ein paar Fragen zu vertiefen. Die Frage des Abends ist, dürfen wir Europa neu denken? Und die Antwort ist ja, das dürfen wir. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir vor 10 Jahren, Crisis, we cry about a crisis, eine riesengroße Krise hatten, eine Bankenkrise, eine Sparkrise, eine Austeritätspolitikskrise, daraus eine Populismuskrise. Eigentlich sind wir seit 10 Jahren im Krisenmodus. Ich habe diesen Chart
geklaut von einem Moldowaren, der in Paris wohnt. We cry about a crisis heißt ja, wir weinen über eine Krise und wissen gar nicht mehr, was ist die Krise jetzt. Ja, ist sie jetzt auch vorbei oder nicht vorbei und für wen ist die vorbei? Oder das zeigt mir, in diesem Chart ist das ganz deutlich irgendwo. Und wenn Sie sich erinnern, haben wir, glaube ich, vor 6 oder 7 Jahren einen großen Diskurs gehabt und der Diskurs hieß das neue Narrativ. Da waren wir alle bemüht, das neue Narrativ Europas zu erfinden. Und das neue Narrativ heißt aber, wir haben eine Erzählung und diese Erzählung ist die EU. Da funktionierte aber, wenn Sie sich erinnern, die Friedenserzählung nicht mehr so richtig. Also brauchte man ein neues Narrativ. Und ich glaube, wir sind jetzt 5 Jahre später schon wieder weiter. Wir suchen nämlich nicht ein neues Narrativ für das Alte, sondern wir erlauben uns tatsächlich im Moment Europa neu zu denken. Und das ist auch der Vortrag, so wie ihn die Arbeiterkammer heute geframed hat. Und ich bin ihr sehr dankbar darüber, weil ich glaube, es ist die Zeit, Europa neu zu denken, damit wir aus dieser Krise herauskommen. Das zweite Bild von dem gleichen Künstler ist das hier. Und das ist so ein bisschen selbsterklärend, ja. Die Halluzination. Was ist denn jetzt die Nation? Ist das vielleicht eine Halluzination? Oder wann wachen Sie morgens auf und sagen, ich bin so glücklich, weil ich Österreicher bin? Und wenn Sie das tun, was heißt denn das für Sie? Ich habe heute eine kleine Anekdote, aber zum ersten Mal, ich komme ja aus Deutschland, ich hatte immer noch den Reflex, dass ich morgens immer so Deutschlandfunk einschalte, aber heute habe ich zum ersten Mal Radio Ö1 eingeschaltet. Ja? Und da habe ich mir gleich gedacht, Nation ist, welches Radio man anmacht. Ja? Also man kann sich nämlich echt in so ein Land sozusagen reinhören. Also, wir werden sehr viel über die Nation reden und was das ist und wie wir vielleicht bei der Europäischen Republik ankommen, denn das funktioniert ja nicht mehr. Ich glaube, das kann man einfach state of the art so sagen. Vielleicht haben Sie die Rede von Herrn Juncker gestern mitbekommen, auch den großen Streit um Ungarn, Artikel 7, jedenfalls, dass die EU, so wie sie ist, nicht mehr gut funktioniert, dass wir Rechtsstaatlichkeitsprobleme haben, dass wir auch mit den Rechtsstaatlichkeitsverfahren im Grunde nicht richtig weiterkommen. Von den Problemen, die Frau Taiba geschrieben hat oder geschildert hat, ganz zu schweigen. Ja, wo bleiben die Arbeiterrechte, die Sozialrechte und so weiter in der heutigen EU? Was macht die EU in Syrien, wenn sie etwas macht? Wo ist die Sicherheitspolitik? Alles offene Fragen. Aber vor allen Dingen das Problem, dass wir keine Antworten geben können, warum, in einem Satz, ich muss ja ein bisschen schnell sein heute, warum, weil die EU kein legitimes Gewaltmonopol hat. Im Sinne von Max Weber hat eine politische Einheit immer dann etwas zu sagen, wenn man weiß, wer entscheidet. Das zentrale Problem der EU ist, wer ist der Souverän? Und genau darum wird es heute gehen. Souveränität, frei nach Gotucholsky, geht vom Volke aus und kommt so schnell nicht wieder. Ja? Bei der Europäischen Union sehen wir das genau. Irgendwas wird immer entschieden im Europäischen Rat, danach ist es keiner gewesen. Und deswegen haben wir dann permanent solche Situationen wie jetzt mit dem Flüchtlingsverteilungsschlüssel. Der EU-Rat entscheidet so und so viele Flüchtlinge nach Ungarn, Orbán sagt nein und am Ende weiß wieder keiner, wer was entscheidet. Und was wäre die Antwort? Wir kommen darauf, die Europäische Republik, wir entscheiden das zusammen, denn wir als europäische Bürgerinnen und Bürger sind der Souverän. Brauchen wir ein System mit Gewaltenteilung, dann hätten wir die Antwort, wer in der EU entscheidet. Die Republik aber auch, ich durfte mal für Jacques Delors arbeiten in den 90er Jahren und der hat diesen schönen Satz geprägt, in einen Binnenmarkt kann man sich nicht verlieben. Ich glaube, das, was uns tatsächlich um die Ohren fliegt im öffentlichen Diskurs, ist natürlich Ölkännchen, Glühlämpchen, ja, also die ganzen Diskussionen, die Sie kennen, und Sie können sich da nicht drin verlieben. In die Republik aber schon, ich zitiere einen französischen Freund, der hat mir mal gesagt, en France on ne meurt pas pour la démocratie, mais on meurt pour la République. In Frankreich stirbt man nicht für die Demokratie, sondern für die Republik. Jetzt will ich nicht, dass hier irgendjemand für irgendwas stirbt, aber es ist schon interessant, dieser Satz ist ein alter Satz, das nochmal zu meditieren, weil was ist schon Demokratie? Wer könnte in einem Satz sagen, was Demokratie ist? Ist das nur Mehrheitsentscheidung? Dann sind ja Erdogan, Putin auch Demokraten, ja? Die Republik hat offensichtlich noch ein emotionales Kapital und einen emotionalen Resonanzboden, dass sie unmittelbar verstehen, was eine Republik ist. Klammer auf, dazu mache ich übrigens gerade Forschung an der Donau-Uni, Klammer zu. Aber der Resonanzboden sagt ihnen im Grunde, die Republik bin ich. Die ist auch unveräußerlich, da fliegt auch keiner raus. Sie fliegen nicht aus der Republik Österreich, können Sie noch so arbeitslos sein oder was auch immer. Ja, die Republik ist unveräußerlich und das gibt einen emotionalen Resonanzboden, der was ganz anderes ist, als das, was Jacques Delors mit dem Binnenmarkt gesagt hat. So, das Problem heute diskurstechnisch scheint mir zu sein, dass wir eben zu lange als sogenannte liberale demokratische Eliten die EU verteidigt haben und deswegen den Populisten die Kritik überlassen haben. Was ich damit sagen will, ist, solche Bücher sind von Jürgen Habermas, einem der führenden deutschen
Sozialwissenschaftler und Philosophen, The Lure of Technocracy, die technokratische Verführung. Wenn Habermas sowas für die EU schreibt oder über die EU schreibt, dann kriegt Habermas dafür akademische Würden. Wenn Herr Strache oder Frau Petri das sagt, dass die EU nicht funktioniert, dann sind das Populisten. Und dazwischen haben wir im Prinzip die Situation, die wir heute haben, dass wir nämlich tatsächlich ein System verteidigen, was in vielerlei Hinsicht institutionell, demokratietheoretisch nicht zu verteidigen ist. Wir haben keine Gewaltenteilung, wir haben kein Europäisches Parlament, eine Person, eine Stimme, das Europäische Parlament ist nicht der Gesetzgeber, die Europäische Kommission ist Hüterin der Verträge, das ist aber normalerweise die Rolle eines Gerichtshofes, der Europäische Rat entscheidet alles, außer dass man nicht weiß, wie er das entscheidet, über Nacht in irgendwelchen Sitzungen. Also alles, was Sie für Ihre Österreich Republik, ja, in der Hofburg, alle Souveränität geht vom Volke aus. Alles, was wir an Gewaltenteilung, Souveränität, parlamentarischer Kontrolle in jedem normalen Nationalstaat für gegeben erachten und nie in Frage stellen würden, ist in der EU nicht gegeben. Und deswegen haben wir ja in allen Lehrbüchern, wenn Sie sich diese Lehrbücher der EU angucken, steht da immer drin, die EU ist sui generis. Sui generis ist im Prinzip, heißt aus sich heraus erklärbar. Und das ist natürlich das zentrale Problem. Wir haben die EU geschaffen, wir haben den Vertrag von Maastricht gemacht und Nizza und Amsterdam und diese ganzen Verträge. Insofern ist sie perfekt legal, aber in vielerlei Hinsicht nicht so demokratisch, wie wir das für unsere eigenen Nationalstaaten uns wünschen. Und in diese Kerbe hacken natürlich die Populisten. Und das Problem ist, sie haben, Klammer auf, leider recht. Ja? Wenn Boris Johnson der Brexit-Debatte sagt, I am not in control und deswegen muss ich gehen, dann ist meine Analyse, Boris Johnson hat recht und die Antwort ist die Europäische Republik und nicht, dass die Briten gehen. Weil das so ist, habe ich Ihnen ein Monster mitgebracht. Gramsci zu zitieren ist immer ein bisschen heikel, aber man könnte, glaube ich, schon sagen, dass das, was wir als Krise empfinden, zurück zu meinem ersten Chart, Cry about a Crisis, ist genau dieses Gefühl, dass wir das Gefühl haben, irgendetwas stirbt da und wir können es nicht mehr fassen, die EU, und es irgendwas Neues muss geboren werden, darum sitzen wir jetzt hier, Arbeiterkammer, Europa neu denken, und das Neue ist noch nicht da, das Alte ist noch nicht weg, und diesen Zwischenzustand nannte ja Gramsci, wir leben in den Zeiten der Monster, das Monster ist also im Prinzip das Krisengefühl. Deswegen sage ich, machen wir doch mal was Neues. Wenn man was Neues machen will, muss man ja immer so ein Framing haben. Und deswegen habe ich das einfach mal, ist übrigens ziemlich genau 7 Jahre her, 2012 habe ich diese Postkarte gemacht, die da draußen noch liegt, The European Republic is under construction. Ich kann Ihnen auch ganz schnell erzählen, warum ich die gemacht habe. Ich war nämlich bei dem Junirat 2012 dabei oder jedenfalls am Rande dabei. Es war eine Riesenkatastrophe, haben Sie wahrscheinlich alles vergessen, egal. Ich bin an dem Abend nach Hause gefahren. Habe ein bisschen zu viel Alkohol getrunken, ja, ich habe 25 Jahre für die EU gearbeitet, irgendwie ist es dann blöd, wenn so ein Ding nicht mehr funktioniert, und dann ist irgendwie über Nacht diese Postkarte entstanden, und dann hatte ich, das ist nämlich ganz interessant, hat mir ein Freund, hat die gedruckt, dann hatte ich die mit der Handtasche, ja, 500 Stück, 40 Euro, und die habe ich irgendwie immer so verteilt, in U-Bahn, S-Bahn und auf so Restaurantstischen, nur um zu sehen, was eigentlich passiert, wenn die Leute die Postkarte finden. 2012 war Indignatio, Stefan Essel, empört euch, Bankenkrise, die blaue Fahne wurde verbrannt vor der EZB, nur um sie in Erinnerung zu holen. Ja? Und überall, wo ich die Leute beobachtet habe mit dieser Postkarte, war immer nur so, ach guck mal, hast du gesehen, ist das süß. Ach guck mal, wir sind da, die Österreicher, na, sehen Sie sich? Ja, so. So, und was ich damit offensichtlich mehr intuitiv als bewusst gemacht hatte, war, dass ich überhaupt meinen emotionalen Resonanzboden geschaffen habe, dass man sich sieht in Europa und nicht mehr die blaue Fahne, 12 Sterne, bin ich nicht da, Superstaat, ich werde erdrückt und in meiner Kultur kaputt gemacht. Ja? Und die Republik ist sozusagen das Sprachliche, der sprachliche Paradigmenwechsel, also der visuelle ist von der blauen Fahne zu dieser Fahne, die übrigens von Rem Koolhaas ist. Das wollte Rem Koolhaas ja auf den Rückseiten der Euronote haben. Das war den Deutschen halt zu bunt. Ja, die Deutschen sind ja immer so ein bisschen konservativ, Brücken und so. Aber Rem Koolhaas, Sie erinnern sich an die Gulden, die waren nämlich so ungefähr so, ja, und deswegen wollte Rem Koolhaas das auf den Brücken haben. So, anyway, haben wir nicht bekommen, aber ich wollte im Prinzip den Paradigmenwechsel von der blauen Fahne zu dieser Fahne, damit man sich in Europa findet. Und das ist genauso mit die Vereinigten Staaten von Europa zur Europäischen Republik, damit wir uns als Bürger in der sprachlichen Setzung der Republik finden.
Die Republik ist unveräußerlich, wir sind der Souverän. Weil Vereinigte Staaten von Europas wurde eben von Frau Theiber gesagt, ja, dann sind halt die Vereinigten Staaten von Europa irgendwo da oben und die machen irgendwas und deswegen brauchen wir alle Subsidiarität, ja, weil was die da oben in Europa machen, interessiert uns eh nicht. Und was ich schaffen wollte, ist der Paradigmenwechsel von Europa sind wir sind die Bürger Europas und wir entscheiden. Und das ist als sozusagen Sprechakt der Versuch der Europäischen Republik gewesen. So, um Ihnen die Republik attraktiv zu machen, habe ich von Honoré Saubier das Bild der Republik hängt im Jeu de Pomme in Paris, mitgebracht von 1848, ist ein kühnes europäisches Datum. Jedenfalls, die Republik nährt ihre Bürger. Das ist schon was anderes als ein Binnenmarkt. Ja? Imagos sind ja wichtig auch. Ja. Und Imago ist natürlich wichtig, also welchen emotionalen Resonanzboden über die Republik seine Frau, sie nährt ihre Bürger. Ja? Das, und das haben sie alles, ohne dass sie es wissen, haben sie das in ihrem kollektiven Gedächtnis. Und deswegen sind solche sprachlichen Setzungen natürlich wichtig. Wenn Sie sich jetzt eben gefragt haben, warum ich nach Brüssel, Washington und so weiter in Krems gelandet bin, dann ist diese Karte ein Teil der Erklärung. Nämlich, das ist die älteste Karte von Europa, übrigens aus der Wiener Nationalbibliothek, 1588, Heinrich Bünting. Und Sie sehen sehr schön, dass alle Völker in der Europa, die wiederum eine Frau ist und schön ist und so weiter, ohne Nationalstaaten auskommt, ja, also ein organisches Konzept der Europa, auch ganz wichtig als Imago. Jedenfalls ist die Donau die Aorta und früher konnten die Leute ja nicht lesen und deswegen haben die aber trotzdem Karten verstanden. Jedenfalls ist das der Garten Eden, die Donau ist der Mutterfluss. Und ungefähr da, wo man den Nabel der Europa vermuten würde, ist Krems und deswegen habe ich mir gedacht, dass Krems ein sehr guter Ort ist, um Europa neu zu erdenken, weil vom Nabel kann so einiges ausgehen. Scherz beiseite. Das, was hier wichtig ist, ist, Europa ist organisch gedacht und jedes Volk hat in Europa seinen angestammten organischen Platz. Soll heißen, nochmal zurück zu Orban, heute Artikel 7, ja, selbst wenn Orban morgen entschließt, dass Ungarn aus der EU austritt, ist Ungarn immer noch mitten auf dem europäischen Kontinent und bleibt die Frage der europäischen Demokratie gestellt. Und die Briten vertun sich natürlich damit, dass sie glauben, dass sie mit Europa nichts mehr zu tun haben, nur weil sie aus der EU austreten. Selbst wenn sie nur der linke Arm sind, ja, weiß jeder, linker Arm amputieren, der linke Arm stirbt, die Europa wird amputiert. Das steht uns allen bevor, wenn der Brexit kommt und es wird wahrscheinlich nicht schön. In zwei Sätzen, was ist die Europäische Republik? Die Republik nach Cicero heißt nichts anderes als Equium Jus, Rechtsgleichheit, das heißt diejenigen, die sich in die Rechtsgleichheit begeben. Soll heißen, die Tatsache, dass Sie hier als Burgenländer, Tiroler und so weiter in der Republik Österreich sind, heißt nicht unbedingt, dass Sie zwischen Kärnten und Feldkirchen die gleiche Kultur haben. Es kann durchaus variieren, habe ich auch schon gemerkt in Österreich. Was Sie aber teilen, ist die Rechtsgleichheit, was immer Ihnen passiert, am Ende kriegen Sie das gleiche Arbeitslosengeld und zwar vom Burgenland bis nach Feldkirchen und Sie haben im Prinzip gleiches Recht für alle. Ja? Das ist die notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung für eine Demokratie. Soll heißen, wenn wir heute einen Diskurs haben, in dem die europäischen Bürger ja gerade super gehypt sind, ja, europäische Bürger, Partizipation, bla bla bla, europäische Demokratie, das sind jetzt die neuen Codewords, dann kann ich nur sagen, wer eine Demokratie will, muss sich auf eine grundlegende, notwendige Bedingung einlassen. Die europäischen Bürgerinnen und Bürger sind gleich vor dem Recht. Und das sind wir nicht. Wir sind, wir als Deutsche, Österreicher, Finnen, Franzosen, immer noch in nationalen Rechtscontainer. Und das ist nämlich mein zentraler Punkt. Wenn die EU heute immer erzählt wird als eine EU-Rechtsgemeinschaft, wo wir Personen, Kapital, Dienstleistungen und Güter als gemeinsamen Raum haben, dann sind heute die Güter, Klammer auf Binnenmarkt, das Kapital, Klammer auf Euro und wir in unserer, für die Arbeiterkammer interessant, in unserer Funktion als Arbeit, Klammer auf Dienstleistung, sind wir unter der EU-Rechtsgemeinschaft gleich vor dem Recht. Aber wir als Bürger und politischer Souverän sind nicht gleich vor dem Recht, weil wir unterschiedliche Steuern zahlen, unterschiedliches Arbeitslosengeld bekommen und vor allen Dingen unterschiedlich jenes Parlament wählen, was wir als das gemeinsame Parlament bezeichnen, nämlich das Europäische Parlament. Wir haben eine Stimmgewichtung, wir haben nicht eine Person eine Stimme, wir zahlen nicht die gleichen Steuern, wir haben nicht die gleichen Sozialabgaben, das ist zwischen Österreich und Deutschland, tut sich das nicht viel, aber machen Sie mal Finnland, Portugal oder Slowenien, Frankreich, da sind es schon Unterschiede. Und das kann als Demokratie nicht funktionieren. Wenn unsere Absicht also ist, dass wir eine europäische Demokratie neu denken, wäre das die notwendige Bedingung. So, dafür, auch für die Arbeiterkammer interessant, kann ich eine Buchempfehlung machen. Marcel Mauss, ein französischer Soziologe, 1920er Jahre, großartiges Buch geschrieben, nämlich dieses, Die Nation oder der Sinn fürs Soziale.
Und in einem Satz zusammengefasst sagt er in diesem Buch, was ist die Nation? Die Nation ist institutionalisierte Solidarität. Diejenigen, die sich in den Zustand der institutionalisierten Solidarität begeben, begründen eine Nation. Und die Definition ist insofern interessant, als dass die Eurokrise der letzten Jahre genau das Gegenteil war. Bei der Eurokrise Griechenland, Sie erinnern sich, faule Griechen, nicht steuerzahlende Italiener, nicht reformierbare Franzosen, ja, diese ganzen chauvinistischen Codes, die wir da hatten. Jedenfalls, was war bei der Eurokrise los? Es ging immer um Beliebigkeit, die Solidarität war beliebig, wurde bei jedem Rettungspaket neu behandelt. Sind wir dafür? Ja, nein, helfen wir den Griechen vielleicht ein bisschen? Und wenn ja, dann wird es konditioniert, Memorandum of Understanding. Das ist keine Nation. Nation ist, wer sich in die institutionalisierte Solidarität begibt. Würden wir das für Europa denken, würden wir ein Solidaritätsschema haben, in dem nicht mehr entschieden wird, ob sie Grieche, Österreicher, Slowene, Portugiese oder Deutsche sind. Am Ende des Tages sind sie europäischer Bürger. Wir begründen eine europäische Demokratie auf dem Grundsatz der Gewaltenteilung und die Nationalität ist kein Kriterium mehr. Ähnlich argumentiert übrigens ein konservativer Historiker Theodor Schieder, der 1963 in einer schönen kleinen Schrift gesagt hat, Nation, das ist in erster Linie Staatsbürgergemeinschaft und nicht Ethnie, Volk oder Kultur. Und ich finde auch das, 63 immerhin, ja, ist eine wunderschöne Schrift, die uns für den Brexit vielleicht hilft. Denn was ist der Brexit, der ja noch vor uns steht? Sie erinnern sich vielleicht an den Maastrichter Vertrag. 1992 hat man uns versprochen, Union of States and Union of Citizens. De facto haben wir nur Union of States. Wir haben den Europäischen Rat, der entscheidet. Wir haben keine Union of Citizens, weil wir genau das nicht haben, den allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz für alle europäischen Bürger, und zwar unabhängig von Nation. Und deswegen sind wir keine Staatsbürgergemeinschaft. Aber genau deswegen gibt es jetzt und ganz aktuell in Großbritannien, natürlich vor allen Dingen bei jungen Leuten, eine riesengroße Initiative für European Citizenship. Und was wollen die damit? Die wollen natürlich reisen können nach Europa, ihre Bildungschancen weiter haben, aber auch die britischen Bürger auf dem Kontinent, die hier gearbeitet haben, wollen ihre Arbeitslosenrechte und so weiter nicht verlieren. Das heißt, der Begriff der Staatsbürgergemeinschaft in europäischer Dimension wird durch den Brexit gerade ganz aktuell und das wäre die Baustelle, wo wir Europa neu erfinden können. Wenn wir das nicht tun, kriegen wir das, ist nicht so schön, aber warum wir uns nicht davon beeindrucken lassen, ist das. Denn wenn wir sozusagen die europäischen Bürgerinnen gleich vor dem Recht in der Republik hätten, und das ist die zentrale Aussage dieses Chartes, ist es gar nicht so schlimm, wie es erzählt wird. Im Moment wird uns ja erzählt, oh, Nationalismus, ein Land fällt nach dem anderen wie so Dominos, ja, erst Ungarn, dann Polen, dann Österreich, darf man das sagen, jedenfalls Schweden, so. Wir haben überall gespaltene Länder, übrigens auch in Großbritannien, ja, also wenn die Frage, mein Buch liegt ja da draußen auch, der neue Bürgerkrieg. Wie bin ich auf diesen Titel gekommen, der neue Bürgerkrieg? Weil ich, meine These wäre, uns wird heute erzählt, dass wir eine Nationalisierung haben. Was aber de facto passiert, ist eine Spaltung von Nationen entlang der europäischen Frage. Wer ist heute die britische Nation? Sind das die Brexiters oder die, die dagegen sind? Wer sind heute die Franzosen? Marine Le Pen oder Macron? Wer sind heute die Polen? Die PiS-Regierung oder die, die dagegen demonstrieren? Und so weiter und so weiter. Und aus dieser These zu sagen, heute erleben wir keine Renationalisierung, sondern wir erleben eine Spaltung von Nationen entlang der europäischen Frage, Italien, 50%, 50%, ja, könnte man ein anderes Europa denken? Und wenn Sie es so denken, dann kann man eben nicht mehr sagen, die Polen sind weg und die Ungarn sind weg und die Schweden demnächst und so weiter, alle ins populistische Lager, sondern die Zahlen sagen uns, dass wir im Grunde eine Wahlbeteiligung oder eine populistisches Wählervotum haben durch die Europäische Union. Von Frankreich ist schwarz, knapp über 30%, aber die anderen so eher zwischen 20% und 30%. Soll heißen, wenn wir aggregiert als europäische Bürgerinnen und Bürger für die europäische Zukunft abstimmen würden, wenn uns das gegeben wäre und wir dürften Europa neu erfinden, hätten wir eine satte Zweidrittelmehrheit für ein demokratisches, soziales Europa und die Populisten würden uns nicht so viel Angst machen, nur weil es ihnen gerade ziemlich gut gelingt, jeweils nationale Mediensysteme ziemlich professionell zu hijacken. Das Problem sehe ich eher auf der anderen Seite. Sie sehen ja jetzt im Vorfeld der Europawahlen wahnsinnig viele Initiativen, Diem, Volt, L'Europe en Marche und jeder hat jetzt eine europäische Partei. Das entscheidende Problem, darüber können wir vielleicht gleich diskutieren, ist eher, dass diese Parteien, muss man jetzt mal echt sagen, ja, es nicht so krass gut hinkriegen, sich zu bündeln wie die Rechtspopulisten oder die sogenannten Identitären. Ja, die haben da
wir zagen uns da in diesem progressiven europäischen Lager eher selber wie so mit japanischen Messern, aber darüber diskutieren wir gleich. Trotzdem ist das State of the Art der wissenschaftlichen Diskussion. Reclaiming the State heißt in diesen ganzen Büchern, die jetzt wirklich auf den Markt kommen, ist Claiming the European State, den ich jetzt mal Europäische Republik nenne, weil das ist der Begriff, wenn sich Bürger auf der Grundlage gleichen Rechtes in eine Staatlichkeit begeben. Nochmal dazu, nichts Neues unter der Sonne. Ja? Also ich werde ja gerne als radikal beschimpft oder ich will die Nation abschaffen, bla bla bla. Maastrichter Vertrag 1992 hat die Republik Österreich unterschrieben, ist der Vertrag über Ever Closer Union, steht eigentlich von Artikel 1 bis 12 schon alles drin, nichts Neues unter der Sonne, zu sagen Union of Citizens, Maastrichter Vertrag 92, was ich nicht will, ist einen radikalen Wenden, noch nicht mal einen großen radikalen Neuanfang, sondern nur, dass wir das, was wir 92 eigentlich schon in einen Vertrag gegossen haben, dass wir das jetzt endlich mal machen. Warum? Weil wir schon einen Markt haben und schon eine Währung und weil jetzt eine Demokratie im Sinne von politischer Union einfach mal überfällig ist, weil es dazu einfach nur ausreichen würde, dass wir uns auch als Bürger auf den Grundsatz der allgemeinen politischen Gleichheit einlassen würden, dann würde ich, das ist die kühne These, bierdeckeltauglich sagen, ist das jetzt so schwer? Nein, es ist nicht schwer. Wir haben einen Euro gemacht mit einer Stichtagsregelung, wir haben eine IBAN-Nummer gemacht, dann machen wir jetzt eine europäische Steuer- oder Sozialversicherungsnummer, sagen wir 1.1.2035 kriegen wir alle eine europäische Sozialversicherungsnummer, dann sind wir nämlich de facto durch diesen Prozess bürgergleichen Rechte. Und dann, aber auch erst dann, könnten wir eine europäische Demokratie begründen. Ich halte das gar nicht für sehr schwer. Ich habe sogar schon junge Studenten, die in Berlin dafür demonstrieren. Darauf bin ich natürlich stolz. Und jetzt freue ich mich auf die Diskussion. Dankeschön. Aber Professor Gerow, obwohl wir jetzt schon am Ende der Entwicklung sind, fange ich am Anfang an. Zunächst einmal, wir können es alle nicht mehr hören, die EU sei in der Krise. Sie sagen, die EU in ihrer gegenwärtigen Form sei gescheitert, unter anderem auch, weil sie nicht reformfähig ist. Und ich habe mich gefragt, wie weit könnte das auch damit zusammenhängen, dass die EU vor 60 Jahren als Wirtschaftsgemeinschaft entstanden ist. Das heißt, dass das ein Geburtsfehler ist, der bicken geblieben ist, obwohl es, wie wir wissen, damals, zweite Hälfte 50er Jahre, überhaupt nicht anders gegangen wäre als so. Aber die Wirtschaftsgemeinschaft ist einfach das, was die Wurzel ist. Ja, also die einfache Antwort ist ja, das stimmt. Also die neueste historische Forschung ist auch eigentlich glasklar darüber, dass die EU als EU von Nationalstaaten, wo im Rat eben alles entschieden wird, nicht das war, was man eigentlich vorhatte. Es gab 1944 in Ventotene auch ein europäisches Manifest. Das gab es dann 1947 nochmal in dieser Zwischenkriegszeit, als die Geschichte nochmal so offen war für zwei, drei Jahre zwischen 45 Kriegsende und dann eben so 47, 48, wo das klar war mit Sowjetunion und Stalin. Und in diesen zwei, drei Jahren dazwischen, also zwischen 44 und 47, und das ist schon, glaube ich, State-of-the-Art historische Forschung, wollten die damaligen Europäerinnen und Europäer, die wirklich aus der Erfahrung des Faschismus, von Holocaust und so weiter herausgekommen sind, wollten eigentlich genau das, was ich versuche mit der Europäischen Republik nochmal eigentlich zu aktualisieren, nämlich eine Staatsbürgergemeinschaft, europäische Bürgerinnen und Bürger gleichen Rechtes, und zwar jenseits von Nationen. Und man kann sagen, dass dieses Projekt tatsächlich gescheitert ist. Warum? Weil irgendwann sind die Amerikaner eingestiegen, auch die CIA, die damals, muss man sagen, sehr pro-Europa war. Warum? In dem Moment, wo die Blockbildung angefangen hat, musste alles schnell gehen, ja, der Westen gegen den Osten. Und in dem Moment war das großflächige Neudenken Europas nicht mehr möglich. Und insofern kam dann diese Rede von Churchill, wenn Sie sich erinnern, die war im September 46, Let Europe Arise. Und diese Rede, wo Churchill selber sagt, ich macht ihr mal, ich bin draußen, ja,
war aber im Grunde dann schon die erste Rede, übrigens zeitgleich zu diesem Hertensteiner Programm. Das ist wirklich interessant, ja, weil die historische Forschung sagt nämlich heute, dass Churchill relativ in Eile eingeflogen wurde, um diese Rede zu machen, wo er sagt, wir müssen jetzt Europa mit den bestehenden Nationalstaaten irgendwie ganz schnell machen, und dann kam daraus dann der Jean-Monnet-Plan, Kohle und Stahl, daraus dann der Binnenmarkt. Aber zeitgleich im September 1946 gab es eigentlich den Kongress der europäischen Föderalisten, die das Hertensteiner Programm gemacht haben, und die wollten was anderes. Also ist, man kann, glaube ich, schon relativ plausibel argumentieren, dass die Absicht des politischen Europas in dieser ganz kleinen Periode der Geschichte eine andere war und dass diese Weggabelung in Richtung Europa der Nationalstaaten, wir lassen Deutschland, Frankreich und so weiter, wir machen die EU, Binnenmarkt, neofunktionale Methode, dass das irgendwie eigentlich nur war, weil eiserner Vorhang und so weiter. Jetzt, wie weit ist in Ihren Augen die EU ein neoliberales Projekt geworden? Frau Theiber hat das ja vorhin auch schon angesprochen. Das heißt, die Wirtschaftsliberalen haben ihr Europa gekriegt, die Sozialdemokraten nicht oder jedenfalls wesentlich weniger. Ja, auch das wird man so formulieren können. Danke für die Frage. Jacques Delors hat es ja anders gewollt. Ich habe tatsächlich in den 90er Jahren 3 Jahre für Jacques Delors gearbeitet, und ich würde gerne daran erinnern, dass Jacques Delors 1989, also noch vor dem Maastrichter Vertrag, die Europäische Sozialcharta gemacht hat, die übrigens Frau Thatcher nicht unterschrieben hat. Also muss man auch nochmal auseinanderhalten zwischen, was haben die Akteure damals gewollt und was ist daraus geworden. Aber für Delors würde ich einfach mal jede Hand ins Feuer legen, dass Delors diese EU mit diesem Euro ohne soziale Abfederung nicht gewollt hat. Ja, also er wollte den historischen Schulterschluss machen, Kohl, Mitterrand, Delors. Es ging immer danach zu sagen, das, was wir jetzt machen können, machen wir, aber das Soziale nicht mitdenken und uns auf diese Binnenmarkt-Euro-Schiene begeben, das war sicherlich nicht sozusagen im Sinne des Erfinders. Ja? Jetzt ist natürlich die Frage, was ist passiert in diesen letzten 27 Jahren? Was ist passiert zwischen Osterweiterung, Irakkrieg, China? Also die Welt hat sich einfach mal dreimal verändert. Und insofern sind de facto viele Sachen, die 92 von denen, die den Maastrichter Vertrag gemacht haben, Kohl, Mitterrand, Delors, sind einfach sozusagen hinten runtergefallen. Ja, das so. Und damit konnte sich, und das ist Ihre Frage, konnte sich im Prinzip eine hayekianische oder eine Marktagenda durchsetzen, die nicht mehr politisch eingebettet war. Darum geht es ja zentral. Also wenn wir nochmal zurückgehen zu diesem Moment des Maastrichter Vertrages, der wirklich zentral ist. Es gab 2 Regierungskonferenzen. Die eine Regierungskonferenz zum Euro, der wurde dann 10 Jahre später gemacht, am 1. Januar 2002, und eine Regierungskonferenz zur politischen Union mit Sozialkapitel. Und die ist nie von Maastricht nach Amsterdam, nach Nizza lag. Wir haben das nie gemacht, diese Ever-Closer Union. Und insofern gab es nie eine demokratische, soziale, politische Einbettung des Markt- und Euro-Geschehens. Und insofern kann man sich tatsächlich das so vorstellen, als hätten wir ein Haus gebaut und nie ein Dach drauf gemacht. Und deswegen regnet es einfach seit 27 Jahren rein und es macht es halt ein bisschen modrig und dann gibt es halt Modder, ja? Ja? Und das haben wir jetzt. Ich sage es an einem Bild, das ein Beispiel, das wir alle kennen, diese legendäre Gurkenkrümmungsverordnung, die der EU wirklich geschadet hat. Die stammt, wie wahrscheinlich die meisten von Ihnen wissen, nicht von einem durchgeknallten EU-Bürokraten, sondern das war eine Forderung der Wirtschaft, weil sich gekrümmte Gurken halt schwerer verpacken lassen als ganz gerade. Das wiederum Verrückte ist aber, dass die EU in so vielen Punkten sozusagen auf Pfiff reagiert hat. Und das ist es, dass die Gurke ist ein winziges Detail, aber es ist als Bild so stark geworden. Aber das ist insgesamt ein Gefühl, das sich bei so vielen Millionen von europäischen Bürgerinnen und Bürgern festgesetzt hat. Ja, und zu Recht festgesetzt hat. Also können wir ja ein paar Sachen jetzt mal ins Feld führen. Ja, aber zum Beispiel, wenn Sie sich diese Better Regulation-Geschichten angucken. Das ist ja jetzt so das neue Codewort Better Regulation, ja, bessere Regulierung. Und wenn Sie sich das im Detail mal angucken, heißt Better Regulation, Gurke,
jede Regulierung muss jetzt nachweisen, dass sie im Grunde a. effizienter und b. billiger ist. Man kann sich schon fragen, ob ein politisches Gemeinwesen, deswegen Republik, Res Publica, Organisation des Gemeinwesens, immer effizient und immer billig sein muss. Also ob nur Regulierung gut ist, die per Definition effizient und billig ist. Ja, also ich könnte Ihnen das gesamte Better Regulation allein schon semantisch dekonstruieren, weil wenn das der Anspruch ist, dass man sozusagen nur Gesetzgebung machen darf, die nichts kostet, also immer effizient und billig ist, dann haben wir tatsächlich genau das, was Sie eben gesagt haben, nämlich der Binnenmarkt als Projekt von Markttreibenden. Ja? Und das würde ich tatsächlich unterschreiben und da finden Sie auch ganz viel sozialwissenschaftliche Literatur dazu. Deswegen gibt es ja dann diese eher auch berechtigte linke Kritik, der Euro ist nicht sozial, was machen wir mit CETA, was machen wir mit den Handels, also wie können wir einfach solche Sachen wie Buchpreisbindung noch durchsetzen, wenn die EU über Handelsverträge redet und so weiter. Aber um noch einmal ein bisschen analytischer draufzuschauen, Gurkenregulierung, ökonomische Treiber, Better Regulation, es war ein Projekt der Marktliberalen und der Euro auch. Die eigentlich spannende Frage ist, in welchem historischen Prozess wir gerade stehen. Ich mache mal eine Gegenthese auf. Ich bin bei Ihnen, dass die EU, so wie sie ist, Binnenmarkt Euro, zu einem großen Teil die Industrie und die Banken als Treiber hatten. Die haben das gemacht. Ja, ich habe übrigens in den 90er Jahren, mache ich gar keinen Hehl draus, gearbeitet für die Association for the Monetary Union of Europe mit Agnelli und Kopper und so. Ja, also da war ich Director of Communication. Soll heißen, ich habe ein bisschen mitbekommen, wie der Euro gemacht wurde. Ja, von, ich sag mal, wichtigen Playern mit asymmetrischem Zugang zur Gesetzgebung. Mhm. Ja, warum? Ja, ist schön formuliert, ne? Und warum wurde der gemacht? Weil beim Binnenmarkt haben wir gesagt, 5 Millionen Arbeitsplätze werden geschaffen, Cecchini-Report 1988, Sie erinnern sich. Das heißt, die gesamte europäische Industrie hatte ein immanentes Interesse am Binnenmarkt. Und als der Binnenmarkt dann 92 da war, kam die nächste Schlaufe, wurde gesagt, ein Markt, eine Währung. Das war ja das große Argument. Ja, ist ja wie auf dem Markt, haben Sie da die Möhren, in Lira ist Kudo, funktioniert nicht, können Sie nicht vergleichen. Also ein Markt, eine Währung. So. Und da hatten die Banken ein Rieseninteresse, weg von Transaktionskosten. Und jetzt ist ja das entscheidende Argument, warum hat eigentlich niemand Interesse an der europäischen Demokratie? Warum? Mein Antwortangebot wäre, weil die europäische Demokratie im Sinne, wie ich sie eben beschrieben habe, Gleichheit der Bürger vor dem Recht, das erste europäische Projekt wäre, was etwas kosten würde und nichts bringt. Weil die Argumente für die alten Großprojekte, die wir ja heute immer feiern, der Markt, die Währung, die Errungenschaften Europas, ja, waren natürlich Projekte, die einen ganz starken ökonomischen Treiber hatten. Und die eigentliche Frage ist, oder Tatsache ist, dass eine europäische Demokratie, sagen wir mal, was heißt das, die Bürger sind gleich vor dem Recht, das hieße zum Beispiel, wir haben eine europäische Arbeitslosenversicherung, von Portugal bis Finnland. Ja? Das kostet ja was, das bringt nichts. Und dann könnte man vielleicht verstehen, warum wir jetzt diese Krise haben. Denn die eigentliche Frage ist heute, in der Sozialwissenschaft wird das gerade erforscht, ist das Kapital jetzt für die europäische Demokratie oder ist das Kapital gerade dabei, das Europa, was wir haben, zu dekonstruieren und auf die populistische Karte zu setzen, weil das für die billiger kommt. Also in dem Moment, wo die EU-Göteborg-Gipfel gerade anfängt, sich sozial zu organisieren, haben wir auf der anderen Seite offensichtlich Kräfte, die die europäische Demokratie gerade nicht fördern. Fragezeichen, These im Raum. Ja. Auf diesen Machtkampf will ich kommen. Ich will noch einen Augenblick bei der Währung bleiben. Ich kann mich erinnern, als ich gelesen habe, die Angela Merkel, die gesagt hat, stirbt der Euro, stirbt Europa, habe ich mir gedacht, ja, das leuchtet mir ein. Dann habe ich gelesen, was Sie sagen, bleibt der Euro, wie er ist, stirbt Europa. Nein, stirbt die europäische Demokratie. Bitte? Mein Satz ist, bleibt der Euro, wie er ist, stirbt Europa. Stirbt die europäische Demokratie. Stirbt die europäische Demokratie. Habe ich mir gesagt, ja, das leuchtet mir auch ein. Es ist komplex. Es ist kompliziert. Ich bin jetzt, vielleicht weil
weil es eine tolle Diskussion ist, ein bisschen versucht, einfach mal eine Breitseite zu geben. Ich bin mir gerade, also ich mache jetzt mal Brainstorming. Ich habe meine Argumente noch nicht ganz zusammen, aber ich habe inzwischen irgendwie echt so eine Abneigung gegen dieses, es ist komplex, ich kann es nicht mehr hören. Manchmal sind die Dinge einfach ziemlich einfach und eben nicht komplex. Und die Tatsache, dass der Euro nicht funktioniert, ist relativ einfach, weil wir haben keine Demokratie. Wir spielen Nationalstaat gegen Nationalstaat aus. Wir haben eine Troika, die etwas entscheidet. Und wir haben nicht das, was in der Republik Österreich oder in der Bundesrepublik oder in Frankreich im republikanischen Rahmen gewahrt wird, nämlich die Gleichheit von Rechten. Ja? Und insofern ist die Euro-Krise, scheitert Europa. Schon, das aber, ist nicht komplex, das ist ziemlich einfach. Aber es geht schon darum, den Euro zu retten. Sind wir uns da einig? Er muss sich ändern. Die Grundbedingungen sollten sich ändern. Da bin ich ja völlig bei Ihnen. Aber die Rückkehr zu nationalen Währungen wäre doch eine absolute... Nein, das ist ja gar nicht mein Argument. Mein ganzes Argument ist, der Euro muss komplementiert werden, eingebettet werden, demokratisch, sozial eingebettet werden. Ja, und dann kann er auch funktionieren. Aber natürlich kann er nicht funktionieren, wenn wir den Griechen ein Memorandum of Understanding geben, ob die Oxy wählen oder nicht Oxy wählen. Ja, also Sie kennen wahrscheinlich Colin Crouch, Post-Democracy ist, du kannst immer wählen, aber du hast keine Wahl. Ja, das haben wir mit den Griechen jahrelang exerziert. Und das ist das, was ich meine, bleibt der Euro, wie er ist, dann stirbt die europäische Demokratie, in diesem Fall die Demokratie in Griechenland, aber auch in Italien, auch in Portugal. Sie erinnern sich alle an diese Gerichtsverfahren, wo das portugiesische Verfassungsgericht die Rentenerhöhung, die Rentenkürzung, die die Troika durchgesetzt hat, wieder rückgängig gemacht hat, wie in Griechenland Gewerkschaften ausgehebelt wurden. Das ist nicht demokratisch, geschweige denn sozial. Und so kann der Euro nicht funktionieren. Dann, ich bleibe bei meinem Bild des Modders, ja, in dem Haus ohne Dach, dann faulen einfach Demokratien weg. Und dann müssen wir uns tatsächlich nicht wundern über Populismus, und zwar rechts wie links, Syriza, wie auch immer Sie das bewerten, oder eben Rechtspopulismus. Aber der Punkt ist, solange wir einen Markt und eine Währung haben, die nicht mehr in demokratische Strukturen eingebettet sind, dann kann es nicht funktionieren. Und das ist nicht kompliziert, das ist relativ einfach. Ja. Das Problem, und da wird es jetzt dann doch etwas komplizierter, ist, dass wir ja in einer Mehrzahl von Krisen drinstecken. Sie haben angesprochen Populismus und diese Tendenz zum Nationalismus, die es seit der Euro-Krise gibt. Das hängt natürlich zusammen, das ist schon völlig klar. Gleichzeitig gibt es die Migration, gleichzeitig gibt es die Sparpolitik, gleichzeitig gibt es die Frage der Banken und des Euros. Ich habe gelesen gestern Robert Skidelsky im Guardian, der sagt, vor 10 Jahren war Lehman, bereiten wir uns bitte auf den nächsten großen Crash vor. Der Standard heute geht in dieselbe Richtung. Dazu kommt Trump und Brexit und was weiß ich alles. Das heißt, es ist schon ein sehr komplexes Bündel an Krisen, an Problemen, sagen wir jetzt einmal, an wirklichen Problemen, vor denen die EU gleichzeitig steht. Und ich sage jetzt noch einen Satz dazu, weil wir über die Rechtsradikalen geredet haben, dass diese Fraktionen, die FPÖ, Le Pen und wie sie alle sind, so großen Wert legen auf die Einstimmigkeit in vielen Entscheidungen der EU, zum Beispiel in der Außenpolitik und anderen, das führt zu einer ganz perfiden Strategie, nämlich diese Einstimmigkeit ist bei 27 Staaten mit Polen und mit Ungarn dazu sehr, sehr häufig nicht herstellbar. Und diejenigen, die jetzt unbedingt diese Einstimmigkeit beibehalten wollen, um die EU handlungsunfähig zu machen, werfen ihr gleichzeitig ihre Schwäche und ihre Handlungsunfähigkeit vor. Das alles in Kombination mit diesen vielen verschiedenen Problemen, die wir haben, das ist, ja. Das ist schon eine Menge, ja. Also bin ich dabei, aber ich würde gern 2 analytische Argumente versuchen. Mit Blick auf die EU und die Banken, was Sie alles angesprochen haben. Die eigentliche Frage ist ja immer, wer ist
Systemverlierer und wer ist Systemgewinner. Soll heißen, wir haben die ganze Euro-Krise verhandelt unter faule Griechen, tolle Deutsche, Österreicher immer so im deutschen Speckbau. De facto war die Euro-Krise genauso schlecht für die deutsche Lidl-Mitarbeiterin und den griechischen Hafenarbeiter und sie war gut für den griechischen Oligarchen und die Deutsche Bank. Ja? Und wenn ich versuche, das Argument einer europäischen Demokratie, und das hat nichts mit Nation zu tun, haben Sie verstanden, ja? Und von der Niedrigzinspolitik, die wir jetzt haben, leiden die mit Leute mit Sparbuch genauso. Ja? Und das heißt, man kann nicht sagen, Deutschland ist ein Gewinner der Euro-Krise, sondern man muss immer gucken, wer ist ein systemischer Gewinner von welcher Krise. Und deswegen haben wir das Problem in der öffentlichen Meinung. Das, was ich damit sagen will, ist, dass was in Europa nicht zusammenkommt, ist, dass auf der einen Seite Deutschland einen riesen Reibach gemacht hat, also die deutsche Exportindustrie, mit dem Binnenmarkt, mit dem Euro und sogar noch mit der Negativverzinsung. Auch und Österreich. So ein, auch Österreicher, Niederlande auch. So ein Riesenreibach. Ja? Der Punkt ist nur, dieser Reibach ist natürlich bei Lieschen Müller in Deutschland nie angekommen. Weil wir natürlich gleichzeitig eine Lohnpolitik hatten mit Niedriglohn und so weiter und so fort. Das heißt, das Argument, Deutschland ist statistisch der, nee, bleiben wir jetzt mal bei Deutschland, ja. Deutschland ist der statistische Gewinner von Eurokrise und so weiter. Das Argument können Sie machen, statistisch ja. Aber statistische Mittelwerte sind ja nicht Werte für jeden Bürger einzeln. Und daraus, und das können Sie für Griechenland, für Österreich genauso machen, und daraus ergibt sich das Spannungsverhältnis, dass einige Länder gut durch die Krise gekommen sind, aber nicht alle Bürger des Landes gut durch die Krise gekommen sind. Und dann versuchen Sie mal einen öffentlichen Diskurs zu machen in Deutschland, warum wir jetzt, das war ja der deutsche Diskurs, wir müssen für alle bezahlen. Ja, wir müssen ja immer für alle bezahlen. So, jetzt kann ich Ihnen sagen, Deutschland hat so viel gewonnen, dass selbst wenn wir für alle bezahlen würden, hätten wir immer noch einen Gewinn gemacht. Ja? Der Punkt ist nur, dass das halt nicht für jeden Deutschen einzeln zutrifft. Und das erklärt die deutsche Resistenz in diesem Euro-Diskurs, auch die Ablehnung, während gleichzeitig auf der privaten Seite, also der Exportindustrie, Deutschland natürlich als Gewinner dasteht. Das ist das eine, dass man bei Europa, wenn man gucken will, kann man nicht mehr sagen, die Deutschen, die Griechen, die Franzosen, sondern man kann cum grano salis sagen, Gewinner sind im Moment die Städte und das Zentrum, Verlierer sind die Peripherie und die ländlichen Regionen, für Österreich übrigens idem, Wien gegen die ländlichen Regionen. Und Systemgewinner sind Banken und Industrie und Systemverlierer sind eher die Bürger. Das ist das Problem. Ja? Und insofern haben Sie eine Gewinner-Verlierer-systemische Bilanzierung, die man halt nicht mehr nationalstaatlich kategorisieren kann. Das ist das eine. So. Und obendrauf, jetzt komme ich, ja, ein Satz noch, obendrauf, kommt in so einer Situation, wo die Zuordnung, wer hat hier eigentlich gewonnen und verloren und hat das noch was mit Deutschland, Griechenland zu tun oder eher, ob ich jung bin oder alt, ob ich Kapital oder Arbeit bin, ne, diese ganzen Sachen, die wir ja nicht politisch auflösen konnten, weil wir kein europäisches Parlament haben, das das auflösen konnte. Darauf kommt jetzt die Flüchtlingskrise ab 2015. Ab 2015, Klammer auf, bei uns. In Italien war sie ja längst da. Haben den Italiener auch nicht geholfen, als sie schon 2012 gesagt haben, hallo, hallo, hallo. Ja, aber 2012 waren sie dann mal in Österreich und in Deutschland und wir sind ja, ich rede immer von Deutschland, dick und schön und groß und wenn wir was sagen, dann passiert das auch so ungefähr. Also Flüchtlingskrise, so. Und in dem Moment war erstens vergessen, der ganze Schindluder mit der Bankenkrise und plus Euro-Krise, weil das tatsächlich in den Zeitungen so nicht stand und weil es einfach auch nicht so zuordbar ist. Ja, wer will Ihnen denn jetzt in drei Sätzen der Bild-Zeitung erklären, dass es eben zwischen Exportindustrie und Lidl-Verkäuferin nicht um den Deutschen geht und nicht um die deutsche Opferrolle, dass die Bankenkrise ist, Entschuldigung, aber zum großen Teil unter den Teppich gekehrt worden, weil es einfach in diesem Fall tatsächlich sehr komplex war. So, die Flüchtlinge oder die Geflüchteten aber kann man sehen. Und dann kommt auf eine Strukturkrise der EU, die vieles an den sozialen Sachen zu verantworten hat, die Frau Theiber angesprochen hat. Auf diese Strukturkrise mit Modernisierungsverlierern und so weiter kommen obendrauf die Geflüchteten. Und die sind sichtbar. Und auf einmal lenkt sich der ganze Ärger darauf. Und dann passiert, dass alle populistischen Parteien, da bin ich bei Wilders, bei Marine Le Pen, bei Strache, bei wem auch immer, ja, alle populistischen Parteien haben genau zwei Beine. Auf einem kann man ja auch nicht laufen. Anti-Migration und Anti-Euro. Erst war das Anti-Euro-Bein da und dann kam das Anti-Migration-Bein. In Deutschland ist das ganz klassisch. Wir hatten die AfD, Bernd Lucke, der noch glaubte, er kann mit einer nur Anti-Euro-Partei
auf einem Bein politisch hüpfen und schwupp, 2012 waren dann die Geflüchteten da und auf einmal hat die AfD auch zwei Beine, Anti-Euro und Anti-Migration. Und in dem Moment wird ein Schuh draus und das, darauf will ich nur hinaus, in dem Moment wird ein Schuh draus, warum? Weil Modernisierungsverlierer haben wir immer, gab es immer. Ja? Aber in dem Moment, wo ein Teil des bürgerlichen Spektrums auf den Populismus aufspringt, warum? Nicht wegen der, nicht wegen der sozialen Krise, sondern wegen der Geflüchtetenkrise, kriegen sie eine Kombination aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die es in der Form vorher nicht gegeben hat. Wir hatten immer 5% Nazis in Deutschland. Die haben wir immer schön klein gehalten, hat nie jemanden gestört, außer vielleicht so in Sachsen, war immer kanalisierbar. Aber wenn die Nazis zusammenkommen mit ein paar Rechtskonservativen, die jetzt gegen die Geflüchteten sind, plus ein paar Modernisierungsverlierer, haben sie auf einmal drei gesellschaftliche Gruppen und schwupp 12%. Und das ist dann die Amalgamierung von Krisen, Sparpolitikkrise mit Geflüchtetenkrise, die wir jetzt nicht mehr auseinanderbekommen und wo die Populisten auf zwei Beinen mit durch die Tür gehen. Wobei die Euro-Argumentation, also der Kampf gegen den Euro auf der Seite der radikalen Rechten ganz eindeutig an Vehemenz verloren hat, also in Österreich bei der FPÖ, ist das eindeutig, die sind draufgekommen, dass das Aussteigen aus dem Euro, was die ja ganz eindeutig und erkennbar wollten, dass das nicht populär ist, weil es einfach eine Mehrheit gibt, die das für völlig hirnrissig hält. Daher haben sie diese Geschichte praktisch fallen gelassen. Marine Le Pen nicht, auch. Ja, Marine Le nicht Pen auch. Formulieren ihre Kritik an der Europäischen Union, wo sie sagen, das ist ja legitim, das machen andere schließlich auch, aber die Euro-Frage haben sie völlig zurückgestellt, weil die Migrationsfrage so ins Zentrum gerückt ist. Ja, nicht ich, sondern der Diskurs. Also ich bin schon bei Ihnen, die institutionelle Frage des Euros und das Nicht-Eingebettet-Sein des Euros in ein politisches System, das man Demokratie nennen könnte, ist das entscheidende Organisationsproblem Europas. Die Flüchtlingskrise, das hatte ich eben versucht zu erklären, kommt sozusagen nur dazu und obendrauf. Stimmt schon. Nur, das heißt, das glaube ich Ihnen schon. Nur de facto ist es so, dass die Euro-Frage nicht gelöst ist, die Migrationsfrage aber, ich lese hier etwa im Standard vor 2 Monaten, EU-Wahl wird Kampf um Migration und da heißt es dann drunter, Europas Christdemokraten werden den Themenkomplex Migration, Asyl und Schutz der Außengrenzen bei den EU-Wahlen 2019 ins Zentrum der Wahlkampagne rücken. Und drunter ist ein Foto, da sieht man den Fraktionschef der Europäischen Christlichen, den Herrn Weber, der jetzt Spitzenkandidat werden will, zusammen mit dem österreichischen Bundeskanzler Kurz. Das heißt, es ist einfach so, die Migrationsfrage hat Europa zerrissen und man gewinnt mit der Migrationsfrage Wahlen in Ungarn, in Italien, in Österreich, gibt es eine Mehrheit, die auf der Basis einer fremdenfeindlichen Politik ihre Mehrheit aufstellen konnte. Das ist so, nehmen wir jetzt die Schwedendemokraten dazu, was weiß ich. Aber es ist so, dass diese Frage zum Zentrum geworden ist und alles andere daneben in den Hintergrund getreten ist. Ja, und trotzdem würde ich gerne nur, dass wir es verstehen. Klar, ist das jetzt im Zentrum Salvini, keine Ahnung, auch in Österreich, überall Sachsen. Ja? Was ich mich aber frage, ist, ob das nicht tatsächlich, das war ja mein Punkt eben, ich sag's mal unterkomplex, eine interessante Ablenkungsstruktur oder Ablenkungstaktik des Kapitals ist, um an die Euro-Reform nicht rangehen zu müssen. Also, was ich damit meine ist, wenn wir nochmal zurückgehen, dass wir vor 10 Jahren erstmal eine massive Euro-Krise hatten und das war der Bruch Europas in Nord und Süd, Süden gegen Norden, die PIGS und so weiter, ja?
abgesehen davon, das wird ja nie dazu gesagt, aber die Osteuropäer haben wir auch auf gut Deutsch verarscht. Ja? Die Polen wollten 2011 in den Euro, die Ungarn 2008. Nur mal so, aber ich habe echt nicht viel für Orban. Aber wir haben den Ungarn versprochen, 2008 kommen die in den Euro. Was ist passiert? Viele ungarische Mittelschichtsangehörige haben sich Häuser gekauft in Euro und in Schweizer Frankenkrediten. Dann kamen die wegen unserer Bankenkrise nicht in den Euro. Dann haben die ihre Häuser in Forint in Euro-Krediten zurückgezahlt. Und dann ist die ungarische Mittelschicht unglücklich. Wären sie auch gewesen. Und auf einmal sagt Orban, nee, Moment mal EU, das war aber nicht der Deal. Und auf einmal dreht sich ein Orban, der Anfang der Nullerjahre noch einer, ich sag mal, der Obereuropäer war, dreht sich. Langsam, aber stetig. 2011 wollten die Polen kommen. Es war unsere Bankenkrise. Ja? Also man könnte schon das Argument machen, dass wir unsere Bankenkrise auf dem Rücken der Osteuropäer gemacht haben. Das war der erste Bruch Europas, Ost gegen West. Der zweite Bruch war Bankenkrise Süd gegen Nord. Und auf einmal haben sie den südeuropäischen, ich will gar nicht sagen Populismus, ich mache schon noch einen großen Unterschied zwischen Syriza und Podemos und keine Ahnung, der AfD, ja, aber die umgekehrte Konstellation von wir müssen zahlen und die anderen, ihr spart uns zu Tode. Zweiteres. Das heißt, wir haben Ost-West-Riss und dann haben wir Nord-Süd-Riss. Und obendrauf und erst dann kommt die Geflüchtetenkrise, die Europa nochmal zerreißt. Aber es ist mir wirklich wichtig zu betonen, dass bevor die Geflüchteten, auf denen wir jetzt alles abspielen, ja, Europa zerreißen und so weiter, nein, wer uns zerrissen hat, sind wir selber mit einer Banken- und Austeritätspolitikskrise, die uns erstmal in Ost und West gespalten hat und dann in Nord und Süd. Und dann, und da komme ich wieder rein mit meinem potenziell sogar zynischen Argument, das hätten wir alles reparieren können. Und es wurde nicht repariert. Deswegen habe ich Ihnen ja eben in dem Vortrag gesagt, 2012, wir tun ja so, als wenn jetzt die Krise vom Himmel fällt, jetzt Europa neu denken. Aber das, was wir jetzt ausbaden, sind Strukturprobleme, die wir 2012 auf dem Tisch hatten und die wir 2012 nicht gelöst haben. Deswegen bin ich an diesem Abend nach Hause gefahren, nach dem Junirat 2012 und habe mir gesagt, was ist denn hier los? Ja? Kein politischer Wille im System, irgendwas zu machen. Sie erinnern sich, der Peak der Bankenkrise war 2011. Der Juni-Gipfel 2012 war Sovereign Debt, State Debt. Da hätten wir alles machen können. Bankenunion stand alles da. GMEU, Genuine Monetary Economic Union, das Programm 5. Dezember 2012. Was ist passiert? Nichts. Also man könnte auch sagen, wir haben einfach 7 Jahre verloren, von 2012 bis heute. Wir haben nichts von dem gemacht, kein Common Redemption Fund, das ist alles nicht passiert, es ist ein bisschen was passiert, aber wir haben längst nicht das gemacht, was in dem Kommissionsdokument vom 5. Dezember 2012 gestanden ist, Genuine Economic and Monetary Union. Wir haben das schleifen lassen, das Leck ist immer größer geworden, das Schiff ist schon gesunken, keiner hatte mehr Lust und obendrauf kommen die Flüchtlinge und um davon abzulenken, sind wir jetzt nur noch bei den Flüchtlingen. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen zu kurz. Ich habe die Flüchtlingsfrage. Ich habe die Flüchtlingsfrage auch deswegen angesprochen, weil meine Frage ist: Sehen Sie unter den gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Bedingungen eine Chance, das nachzuholen, was vor etlichen Jahren versäumt worden ist, wobei ich jetzt gar nicht sagen will, unter der Drohung einer möglichen kommenden ebenso großen Krise, wie es der vorangegangene Crash gewesen ist, aber unter diesen geradezu hysterischen Bedingungen, unter denen wir uns jetzt befinden, sehen Sie da eine Chance, dass das nachgeholt werden kann? Das kann ich nicht sagen und auch nicht wissen. Aber was ich gerne antworten würde, ist, dass wir, wenn man es jetzt mal versucht, ein bisschen analytisch zu betrachten, im Grunde in diesem Dilemmata sind, was Richard Rorty uns schon in den 70er Jahren aufgeschrieben hat, nämlich, dass Liberalismus auch immer im Huckepack kommt, ja, von rechts wie von links. Soll heißen, entweder kapiert das Kapital, kann man ja in der Arbeiterkammer mal so sagen, dass, wenn es offene Märkte und den Euro will, dann immer auch die Menschen über die Grenzen kommen. Oder es kapiert das nicht. Aber die Trennung geht jedenfalls nicht, dass man einerseits den offenen Markt und den Euro und das alles haben will, aber dann nur für Güter und für Geld und bitte nicht für Menschen, weil es kommt einfach immer zusammen. Und das ist halt diese Überkreuzstellung zwischen sozusagen Werteliberalismus und Wirtschaftsliberalismus. Also im Paradigma ist es halt so eine überkreuzte X-Achse und Sie haben die Linke, ich nehme Sie jetzt mal cum grano salis hier mit, ja, die meistens immer eher so geschlossene Märkte will und ein bisschen Protektionismus, aber dafür sehr viel offene Werte und Humanismus und die Rechte will eher umgekehrt, ja, ganz viele offene Märkte, aber auf der
keine Schwulen, keine offenen Grenzen, keine Geflüchteten. So. Und es liegt aber so. Ja, und das theoretische Paradigma ist nicht entweder oder, ist entweder oder. Ja, es geht nicht das eine oder das andere. Und das kapiert die Linke wie die Rechte und dann muss die Linke halt immer den Markt ein bisschen öffnen und die Rechte muss trotzdem die Grenzen für Leute aufmachen. Und ich glaube, der Prozess ist, dass wir uns beide dran gewöhnen und dass wir die Hoffnung auch, dass das noch gelingen kann. Das wird ja auch so kommuniziert. Sie sehen es ja in Ihrem Alltag. Also in Deutschland haben wir jetzt gerade die Debatte über, haben Sie ja auch, Sie haben es gerade ein bisschen anders entschieden, wenn ich richtig informiert bin, dass Sie dieses Gesetz haben, dass die Ausbildungsplätze für Migranten zur Verfügung stellen. Ja? Das ist genau dieses Paradigma. Die Deutschen machen gerade, mit Verlaub, eine kleine, etwas andere Diskussion über diesen Spurwechsel, weil uns klar ist, wir brauchen einfach diese Arbeitskräfte für die Wirtschaft. Dann ist die Wirtschaft, dann ist es ihnen ja meistens doch egal, welche Hautfarbe die Leute haben, Hauptsache Arbeitskräfte. Ja? Und in dem Moment kommt eine Debatte über Spurwechsel, nämlich du bist zwar auf dem Asylticket hier, aber wenn du einen guten Arbeitsplatz hast, dann bist du jetzt über Migration, kommst du jetzt in ein anderes Programm. Und das, was wir diskutieren hier, und da fände ich, wäre auch der Ausweg, ist, dass wir begreifen, dass wir natürlich nicht alles über Asyl spielen können. Ja, die meisten Leute kommen ja tatsächlich nicht, weil sie Asyl suchen im Sinne von Asyl verfolgt und so weiter. Sie kommen, weil sie Arbeit suchen, weil wir ihnen die Ressourcen wegnehmen, weil. Die Gründe kennen sie alle. Aber in dem Moment, wo unser rechtliches Korsett in Europa nur ist, dass wir praktisch keine legale Arbeitsmigration nach Europa haben, wie Kanada oder Australien, sondern alles über das Asylrecht sich abspielen muss, wird das Asylrecht natürlich missbraucht. Und die Tatsache, dass das Asylrecht missbraucht wird, gibt den Populisten Auftrieb. Wenn wir jetzt mal sagen würden, wir würden ein europäisches Einwanderungsgesetz machen und bitte ein europäisches, dann wäre das schon ein Teil der Lösung. Ja. Dann würden wir uns aber nicht nur über Asyl und Frontex unterhalten, sondern über ein europäisches Einwanderungsgesetz. Und dann können wir natürlich auch entscheiden, so ein bisschen wie die Kanadier, wen wollen wir nicht. Okay, dann ist es Selektion, ist immer noch ungerecht, weiß ich auch. Aber es wäre schon mal ein erster Schritt in eine Richtung, wo wir nicht permanent Asyl gegen Migration ausspielen. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. In Österreich ist es so, meines Wissens, dass es überhaupt keinen regulären Weg gibt. Genau, in Deutschland auch nicht. Nach Österreich zu kommen aus Afrika oder aus Syrien oder aus dem Irak oder Afghanistan, wo immer. Es gibt keinen regulären Weg. Aber worauf ich noch kurz hinweisen wollte, weil Sie diese Geschichte mit den Lehrlingen, die jetzt mitten während ihrer Lehrzeit ausgewiesen werden, das ist schon interessant, weil in dem Fall Ideologie, also konkret Fremdenhass, stärker ist als ökonomische Interessen. Wir gehen ja im Regelfall davon aus, dass it's economy stupid. In dem Fall ist es zwar auch hirnrissig, aber es ist nicht Ökonomie, sondern es ist der Fremdenhass, der sich gegenüber den ökonomischen Interessen durchsetzt. Und damit ist Österreich geradezu in eine Vorreiterrolle geraten, würde ich sagen, weil es so besonders, so auffallend und außergewöhnlich dumm ist, neben der Gemeinheit, die da drinnen steckt, weil es eben der blanke Fremdenhass ist. Aber ich wollte jetzt kurz sondern überhaupt einen Sprung machen und auf das Zentrum Ihres Konzepts kommen, das Sie mit Robert Menasse ausgearbeitet haben und das schon 2013 ja als Manifest gekommen ist. Und ich zitiere jetzt: Ziel ist, dass alle europäischen Bürger gleiche Rechte genießen, gleiches Wahlrecht, gleiche Steuern und gleiche soziale Rechte. Anders formuliert, nach Euro und der europäischen IBAN kommt als nächstes die europäische Steuernummer, dann die europäische Sozialversicherungsnummer und schließlich der europäische Personalausweis. Sie haben das ja schon angesprochen, das ist ein neuer Gesellschaftsvertrag. Und meine Frage ist, und die richtet sich jetzt an Sie, an die hier Anwesenden: eine europäische Steuernummer, ein europäisches
Steuersystem und auch ein europäisches Sozialsystem, das von Sofia bis Hamburg unter den nämlichen Bedingungen funktioniert. Wer von Ihnen bitte hätte das gern und möge jetzt aufzeigen? Sieht doch gut aus. Ist übrigens, wenn ich das sage. Jetzt schaut nach einer Mehrheit aus. Jetzt müssen wir die Gegenprobe machen. Ja. Wer von Ihnen ist in dem Fall skeptisch oder will es nicht haben? Das sind entschieden weniger. Ja. Also, das heißt, ich kombiniere das jetzt mit einer anderen Umfrage, die ich jetzt gerade gelesen habe, nämlich in den ehemals kommunistischen österreichischen Nachbarstaaten wurde heuer eine Umfrage gemacht, Sehnsucht nach dem starken Mann, wollen Sie einen starken Mann haben? Und in diesen vier Staaten, die untersucht worden sind, hat sich herausgestellt, dass mehr als zwei Drittel diese Sehnsucht nach einem oder diese Präferenz eines starken Mannes in der Politik haben. In Ungarn sind es sogar 88%. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie kriegen wir eine solche Grundstimmung in einem Teil der europäischen Bevölkerung wiederum zusammen mit ihrem radikalen Demokratiekonzept? Also radikal heißt ja nur zurück zu den Wurzeln. Ne? Also jeder Weidenbauer schneidet ja die Reben immer mal so zurück, damit sie besser wachsen. Ja, das ist radikal, radikus, Wurzel. Ja? Ich würde nur das Wort gern mal ein bisschen... Aber es geht ja tatsächlich an die Wurzeln. Genau, so, es geht an die Wurzeln. Aber erstmal danke für alle, die da eben so spontan aufgezeigt haben. Ist übrigens meine Erfahrung von was auch immer, Hamburg bis, wo ich überall so bin. Also meine entscheidende Aussage ist, mit den Bürgern ist das alles machbar. Die Bürger sind nicht das Problem. Die europäischen Bürger sind ihre großen Mehrheit ziemlich vernünftig, wollen vernünftige Sachen. Ja. Und die Einzigen, die das alles nicht wollen, was ich vorschlage, sind nicht Sie in Ihrem Raum und auch nicht die evangelischen Kirchen oder die katholischen oder die jungen Leute, sondern die, die das nicht wollen, ist Herr Kurz und Company. Sprich, eine kleine Minderheit von nationalen Politikern, die sich nichts vorstellen kann als das, was ist. Ja. Und das ist das Problem. Ich habe im Krems Weinbauern, EU-Gemeinderäte, ja, hatte ich 36 Gemeinderäte, habe ich mit denen hier europäische Arbeitslosenversicherung und so, sind alle dafür, ist nicht das Problem. Ja? Also das ist im Prinzip das, was ich beobachte. Ich kann ja nur beobachten. Aber was ich beobachte in ganz vielen Seelen, so in wie diesem heute ist, das, was ich sage, finden die meisten halbwegs vernünftig, plausibel, relativ logisch. Wahrscheinlich deswegen auch machbar. Die Frage ist, wo ist die Inertia im System? Wo ist sozusagen der Haken im System, dass wir das nicht kriegen? Und das ist ja genau mein Punkt. Es gibt sozialwissenschaftliche Studien, die 2012 übrigens, die sagen Ihnen, es gibt 78% der europäischen Bürger, die hätten nichts gegen eine europäische Arbeitslosenversicherung. Sogar in Deutschland übrigens, ja, geringer als 52% in Deutschland, also nicht 78, aber immerhin noch eine Mehrheit. Sogar wenn die europäische Arbeitslosenversicherung ein Tick geringer wäre als die deutsche, jetzt bei den 52% Deutschen. Ja. Im Europäischen Rat, als der Laszlo Andor, der letzte ungarische Sozialkommissar, die europäische Arbeitslosenversicherung auf den Tisch gelegt hat, haben penetrant Deutschland, Klammer auf SPD, Sigmar Gabriel, Klammer zu, und Österreich dagegen gestimmt. So, und das ist doch jetzt mein Problem. Das Einzige, was ich als These, ich habe ja ein Utopiebuch geschrieben, nur formuliere, ist, dass wir offensichtlich in der EU, und daran mache ich halt die Kritik fest, ein System haben, was die Wünsche der Mehrheit nicht abbildet. Weil wenn das der Wunsch der Mehrheit wäre, dann woher kommt es? Warum? Weil in nationalstaatlichen Kontingentierungen oder Aggregaten entschieden wird. Natürlich ist Deutschland, wenn da nur ein Minister sitzt, in diesem Fall Sigmar Gabriel, sagt, oh Gott, eine europäische Arbeitslosigkeit, das kostet mich so viel, kann ich nicht machen, kann ich für den deutschen Steuerzahler nicht entscheiden. Der Punkt ist, das können Sie aber nicht alleine beleuchten, weil wenn Sie das kriegen, eine europäische Arbeitslosenversicherung, dann müssen wir mal jetzt auch ein bisschen über Macron reden, über Eurozonenbudget, Eurozonenparlament, diese ganzen Sachen. Drüber, was passiert denn mit unter diesen Bedingungen mit den Staaten? Die Bundesrepublik, die Republik Österreich,
die sind in ihrem Konzept. Die sind dann weg. Weg. Ja, sind weg. Ja. Nein, ist klar. Ja, ist klar. Die klar, ist das schon mal dort, das System, oder? Wir haben das System der Regionen unten und wir haben das System dieses Europäischen Parlaments. Darüber können wir dann noch reden. Was mich aber jetzt beschäftigt hat, diese Politiker, die sich Deutschland, Österreich, sorry, die sich da dagegen stellen. Da spielt zunächst einmal sicherlich Angst eine Rolle, Angst um die eigene Position. Es spielt aber auch eine Rolle, Angst vor einem gesellschaftspolitisch produzierten Klima. Mir kommt es jetzt so vor, als würden sie etwa Größen wie die Kronenzeitung in Österreich nicht als Größen betrachten. Ich sage Ihnen, es ist eine reale Größe und es hat schon seinen Grund, warum wir das abscheulich finden. Es ist eine reale Größe und Hetze ist ein realer Faktor, unter dem wir alle leiden, wenn es nicht so wäre und wenn es tatsächlich alle diese schweigenden Mehrheiten gäbe, dann wäre es auf Dauer, und wir hoffen, dass es so ist, nicht möglich, dass sich Politiker, die sind ja nicht alle bösartig, dem entziehen. Ich würde sagen, es gibt welche, also dieser ganze rechtsradikale Sumpf, den halte ich tatsächlich auch persönlich für, zum Teil für bösartig. Aber das so zu generalisieren, was wir erleben, was wir zum Teil als Ängstlichkeit erleben und was unter Druck auch der Medien steht, das, ja. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Also ich will auch noch mal gerne einen Schritt zurückgehen. Ja, ich habe 2016 eine Utopie geschrieben, die mein persönliches Wutbuch war auf eine EU, von der ich gesagt habe, es funktioniert nicht mehr. Ja? Mhm. Und danach wollte ich eigentlich kleine Professorin an der Donau-Uni werden. So. Und das Umgekehrte ist passiert, das Buch ist zurückgekommen wie ein Boomerang. Und 2 Jahre habe ich eigentlich nichts gemacht, außer solche Vorträge wie heute hier, dass ich nämlich die Europäische Republik sozusagen, das einfach mal erkläre. Und das Ganze ist irgendwie hochgegangen wie Mayonnaise. Ja, immer ein Tropfen Öl mehr rein. Und ich dachte, das hört ja irgendwann mal auf. Aber mein Mitarbeiter sitzt ja hier. Wir kriegen einfach jeden Tag oder jede Woche 10, 20 Einladungen mehr. Das heißt, es scheint ja irgendwas dran zu sein. Ja. Und insofern würde ich erst mal formulieren wollen, dass es ja offensichtlich so ein Prozess ist, dass jetzt einfach viele Leute darüber nachdenken, EU in der Krise, wie kommen wir da raus, neu denken, und dass sich diesem Neudenken immer mehr Leute stellen oder dass wir zumindest mal eine Offenheit haben, dieses Neudenken zu machen. Das mal so. Ja? Die Nationalstaaten abschaffen, die Republik Österreich abschaffen, die Bundesrepublik. Ich stehe ja nicht hier mit dem Hammer und sage, ich hau die jetzt mal alle klein. Ja? Das, was ich machen wollte, ist, dass ich nochmal drüber nachdenke, was denn die Nation ist. Ich habe das ja auch in der NZZ, Gero will den Nationalstaat abschaffen, da komme ich immer rüber wie so eine halbverrückte Radikale. Ja? Deswegen habe ich ja die Bücher mitgebracht von Marcel Mauss und diese Definition von Nation, weil das, was woran mir gelegen ist, ist, dass die Definition einer Nation immer eine zivile und eine ethnische Seite hat. Ja? Die Bundesrepublik Deutschland hat die Fahne rot-gold-schwarz, aber die Bundesrepublik Deutschland, nicht Deutschland. Das, was ich damit sagen will, ist, Sie haben 2 Möglichkeiten, auf eine Fahne zu gucken. Ja? Entweder als Pegida-Typ, der da jetzt rumläuft mit der deutschen Fahne und sagt, es ist deutsch, homogen, keine Ahnung, biodeutsch. Ja? Oder ich sage, das ist meine Fahne, das ist die Fahne der Bundesrepublik Deutschland und die gewährt dir, Pegida, überhaupt die Meinungsfreiheit, unter der du den Schmarrn verzapfen kannst, den du gerade verzapfst. Ja? Und deswegen Sie können die amerikanische Fahne betrachten, dann ist das eine imperiale Fahne, oder Sie können die amerikanische Fahne betrachten in der zivilen Dimension, dann ist das die Fahne der amerikanischen Verfassung. Und das, was gerade passiert, nun diesen Prozess beleuchten, ist, dass wir die Nation oder die Fahne unserer Nationalstaaten entgleiten lassen in die ethnische Komponente und das Spannungsverhältnis zwischen ziviler und ethnischer Komponente nicht mehr hinkriegen. Das ist das Einzige, was ich sage. Das hat aber nie funktioniert. Das hat lange Jahre in Deutschland und in Österreich waren wir immer beim Jus Sanguinis. Also das ist die Tradition, das hat nie die französische Tradition aufgenommen. Dann mache ich es mal an. In Deutschland und in Österreich, am Balkan ist es noch viel krasser, ging es immer um die Herkunft
um die Ableitung der Herkunft und. Ich sage mal vor allen Dingen in Wien, ja. Ich war letztens im Kindermuseum, wie heißt das, Zoom oder so, ja, dann fragt man auch die Republik, dann habe ich da versucht mit der Fahne, das zivile Ethnisch, sage, wo kommt ihr denn her, Österreich? Da, ja. Ich meine, 120 Kinder, war, oh, meine Mutter ist aus Serbien, mein Papa aus Wien, meine Mutter ist aus England, mein Papa aus Griechenland, wir wohnen aber in Wien. Also bei diesen Kindern ist die ethnische Komponente der Republik Österreich einfach nicht mehr darzustellen. Ja? Nein, also Wien ist, nein, das ist ja klar. Nein, ich spreche vom Juristischen. Ja, aber vom Juristischen spreche ich auch. Ich habe die Bücher mitgebracht von Marcel Mauss, der eine Definition von Nation hat. Nation ist institutionalisierte Solidarität und eine Definition von Theodor Schieder, die sagt, Nation ist Staatsbürgergemeinschaft. Ich habe auf gut Deutsch weder mit Sachsen noch mit Bayern irgendwas zu tun, weder mit der Küche noch mit der Kultur. Ich bin ja völlig Ihrer Meinung. Ich bin ja völlig dafür. Wir haben in unserer Verfassung, wir haben eine andere Situation. Es ist nach wie vor relativ mühsam, österreichischer Staatsbürger zu werden. Doppelstaatsbürgerschaften gehen bei uns überhaupt nicht. Die Tatsache, dass sie in Österreich geboren sind, gibt ihnen noch lange kein Recht, österreichischer Staatsbürger zu werden, wenn ihre Eltern das falsche Blut haben. So, und das ist schon eine Blutsfrage. So, das ist so. Dann ist aber Schluss, dass mit Blut mal Schluss ist, weil die Zukunft ist jedenfalls nicht mehr über Blut. Wir hören damit auf. So, klar, genau, wir einigen uns. Also da könnte ich auch einiges ins Feld führen. Da bin ich wieder bei der Brexit-Diskussion und bei der Tatsache, dass die Staatsbürgerschaft oder wie der Schieder sagt, die Staatsbürgergemeinschaft, das wird die Frage sein, an der das andere demokratische Europa steht und fällt. Wir werden uns als demokratische Bürgerinnen Europas darauf einigen, dass wir gleich sind vor dem Recht. Dann begründen wir eine europäische Staatsbürgergemeinschaft jenseits von Nationen, so wie ja in das, was wir heute Deutschland nennen, ist ja nichts anderes, als dass im 19. Jahrhundert die Hessen, die Sachsen, die Pfälzer, die Rheinländer, die Bayern, da war Fichte 1806 Rede an die deutsche Nation, ja, schön, ja, aber da gab es die noch nicht. Was ist zur deutschen Nation, wie sind wir da hingekommen? Über einen Prozess der Verrechtlichung und den Prozess der Paulskirche und allgemeine gleiche geheime Wahl, Punkt. Und das ist das, was ich mir heute für Europa vorstelle, dass wir sagen, wir kriegen den gleichen, so eine Art Paulskirchenprozess oder europäischen Vormärz hin, wo wir, die wir da sind, in unseren wie auch immer ethnischen Herkünften, da würde ich überhaupt bestreiten, dass sie sich als Österreicher fühlen. Nach 2 Jahren Österreich habe ich eher das Gefühl, Tirol, Burgenland, keine Ahnung, was man so ist, jedenfalls die wenigsten sagen, ich bin Österreicher. Aber woher wir auch kommen, ja, sagen wir, wir machen so eine Art europäischen Vormärz und einigen uns auf allgemeine gleiche geheime Wahl. Und dann haben wir nämlich eine europäische Demokratie und das ist genau das, was die sozialwissenschaftliche Forschung sagt. Pierre Rosanvallon, den werden einige vielleicht kennen, le sacre du citoyen, le sacre du citoyen, das Heilige des Bürgers. Das ist die allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahl. Und genau die haben wir nämlich nicht beim Europäischen Parlament. Weil wir im Europäischen Parlament aggregiert über Nationalstaaten wählen, keine Wahlrechtsgleichheit haben, keine Listengleichheit, ständig uns gerade ganz aktuell streiten, transnationale Listen, ja, nein, Spitzenkandidaten vielleicht und so weiter, keine europäischen Parteien. Insofern wäre ich einfach für Pierre Rosanvallon, le sacre du citoyen, für die europäische Ebene. Und dann, und da war ich dann eben bei den Regionen, vielleicht diesen Satz noch, wenn wir das machen würden, dann ist doch die entscheidende Frage, würde uns das was ausmachen, dass wir die 9 Bundesländer Österreichs mit den 16 Bundesländern Deutschlands, mit den 20 Regionen Italiens, Apulien, Umbrien, Venetien, mit den 16 Regionen Frankreichs, mit den 4 ehemaligen Königtümern Spaniens, ist ja nicht nur Katalonien, Andalusien, Baskenland, 4, ja, dass wir die alle zusammentun in einer europäischen Republik? Dann geht es nämlich nur darum, dass wir für die Bürger Europas, die 510 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die wir heute sind, dass wir sagen, für uns gilt die Rechtsgleichheit, das gemeinsame Wahlrecht, le sacre du citoyen, um bei Rosanvallon zu bleiben. Und dann gucken wir nur, was könnten denn plausible, ob sie es jetzt Regionen nennen oder Verwaltungseinheiten oder wie auch immer, wir sagen, wir sind 510 Millionen, wir wollen einen Senat haben, der ist nicht größer als, sagen wir mal, 100 Leute, also sagen wir 50 Regionen ungefähr, ist übrigens Leopold Kohr, der hat sein Institut in Salzburg, ja, small is beautiful. Und dahinter steht nur die Idee zu sagen, wir haben doch im Moment große Debatten über Schottland, über Bayern, Sachsen, was auch immer, Katalonien.
kann es nicht, gucken Sie sich die Katalonienfrage an, ja, wo die EU natürlich die ganze Debatte im Grunde platt macht, weil das dürfen die ja nicht zulassen. Aber die Schottland-Debatte kommt nach dem Brexit. Da lege ich Ihnen jede Hand ins Feuer. Ja? Das Erste, was die Schotten machen werden, ist Beitritt bei der EU beantragen. So, und die Frage ist das das Modell der Zukunft, dass wir wieder aus dem großen Großbritannien ein kleines Schottland machen, die treten dann wieder bei, oder dass wir es endlich mal anders auflösen und sagen, wir sind jetzt mal bürgergleichen Rechts und wir finden andere Verwaltungsformen. Konkret, ich habe mir diese Geschichte mit den Regionen, Sie sagen jetzt 50 bis 60 habe ich bei Ihnen gelesen. Ich habe mir das überlegt, also die Bundesrepublik hat 16 Bundesländer, Italien hat, wie Sie 20. gesagt haben, 20 Regionen von der Lombardei bis Sizilien, das wären gemeinsam allein schon 36. Jetzt, wenn Sie Österreich, alle 9 Bundesländer jeweils als Region betrachten würden, dann kämen wir allein schon mit Österreich, Deutschland und Italien auf diese Zahl, da kämen wir also dann auf eine Zahl von 200 oder wie immer. Wenn Sie aber sagen, gut, eine Region soll 8 bis 15 Millionen haben, das ist auch plausibel, dann zum Beispiel die Lombardei hat 10 Millionen Einwohner, das würde genau passen. Das heißt aber dann, dass Österreich letztlich eine Region wäre mit seinen 9 Millionen. Und da erhebt sich natürlich die kleine Nebenfrage, ob die Tiroler mit den Wienern gemeinsam und Ungarn mit seinen 10 Millionen wäre auch eine Region. Und dann ist aber für mich wieder die Frage gewesen, ich habe das ein bisschen so durchgerechnet, die Frage gewesen, wenn Österreich eine Region ist und Ungarn eine Region ist, was ist dann der Unterschied zum alten Nationalstaat? Also erstmal muss ich wirklich sagen, ich finde das, also um mich nochmal so ein bisschen zurückzunehmen, ne? Ich finde mich in der Situation, dass ich vor 2 Jahren eine Utopie schreibe und ich das Gefühl habe, dass die immer seriöser diskutiert wird. Ja? Also wir sind schon bei der Frage, ob jetzt Tirol mit Wien zusammen darstellbar wäre. Das ist ja schon mal eine sehr realpolitische Frage, die müssen Sie beantworten. Ja? Aber mir, was ich gerne sagen würde. Mir gefällt ja Ihre Utopie. Mir ist es völlig klar, dass man als, nicht nur als Advocatus Diaboli, sondern wenn ich nur sage, mir gefällt Ihre Utopie, dann sind wir nach 5 Minuten fertig und Sie gehen wieder nach Haus. Daher ist es ja völlig legitim, absolut, dass ich dann nachfrage und mir, wenn ich konkrete Zahlen zum Beispiel kriege, mir das anschaue und sage, ist das realistisch? Und dann komme ich bei der Regionenfrage genau auf den Punkt, dann ist möglicherweise Österreich eine Region. Und dann frage ich mich, was ist der Unterschied zum Nationalstaat? Das sind ja, meine, Sie sind ja, genau das ist ja auch der Witz einer Utopie, dass man dann sagt, jetzt schauen wir uns den oder den Punkt und Sie haben hunderte konkret an. Was ist der Unterschied zu heute? Der Unterschied in der Tat ist wahrscheinlich für Österreich irrelevant, aber bei Deutschland einfach nicht. Ja? Also das, was ich sozusagen predige, ist einfach die Dekonstruktion von Deutschland oder die Dekonstruktion von Frankreich oder die Dekonstruktion von Italien. Das heißt, da würde es ja ins Gewicht fallen. Also zum Beispiel Rheinland, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, ja? Wir haben 18 Millionen, wir wären schon 2 Regionen, ja? Westfalen und Rheinland. Gab es übrigens auch schon mal in der Geschichte. Also, was ich mit der Utopie ja nur wollte, ist, dass wir uns mal klar machen, dass das, was wir heute als Nation bezeichnen, historische Prozesse sind. Und die sind durch Menschenhand entstanden. Garibaldi hat die italienische Nation gemacht, da gibt es ja auch diesen Ausspruch, jetzt haben wir die italienische Nation, die italienische Republik, jetzt müssen wir die Italiener auch noch schaffen. Ja? Übrigens, ja. Das ist übrigens, was Dominique Snapper, eine berühmte französische Soziologin, heute sagt, la citoyenneté européenne est du construit. Die europäische Staatsbürgerschaft, wenn wir uns darauf einigen, est du construit. Und sie ist ähnlich konstruiert, wie wir Deutsche 1848 die Deutschen konstruiert haben in der Paulskirche und ähnlich konstruiert, wie die Französische Republik 1789 konstruiert wurde. Sie glauben nicht im Ernst, dass die Korsen und die Bretonen eine gleiche Sprache haben oder eine gleiche Kultur. Das, was die heute haben, ist, dass die alle am Ende des Tages als Franzosen das gleiche Arbeitslosengeld bekommen. Die haben Rechtsgleichheit.
Ja, da bin ich wieder bei meinem Zivil und bei ethnisch. Auch die Französische Republik est du construit. Und insofern, das ist ja nur meine sozusagen, wie so ein bisschen impressionistisch an die Wand gemalt, die Europäische Republik, zu sagen, können wir das nicht konstruieren? Wir sind mitten in der Brexit-Diskussion. Und nochmal auf Tirol zurück. Vor 2 oder 3 Tagen war dieser Zeitungsartikel, ich weiß nicht mehr wo, über das österreichische Angebot an die Italiener da in Tirol, Angebot der österreichischen Staatsbürgerschaft, ja, da kann ich mir nur jedes Haar einzeln ausraufen. Ich hätte lieber eine Diskussion, ja, ich hätte dann schon lieber, vor allen Dingen von dem Land, das gerade die EU-Ratspräsidentschaft hat, dass man mal sich ein bisschen umguckt, wo die Debatte steht. Und die Debatte steht in der Sozialwissenschaft durch den Brexit ganz aktuell bei der Frage nach einer europäischen Staatsbürgerschaft. Und das ist die plausible Antwort auf diese Tirol-Geschichte. Dann könnte ich Tirol einigen, hätte ich eine starke Region in einem anderen Europa und gleichzeitig eine europäische Staatsbürgerschaft für alle Europäer, ganz unabhängig, ob Italiener oder Österreich. Und dann komme ich in einem anderen Europa an. Aber doch nicht, indem ich jetzt den Italienern sagen, die österreichische Staatsbürgerschaft ist besser. Fangen wir mit Nord- und Südtirol an. Bitte? Fangen wir mit Nord- und Südtirol an. Fangen wir mit Nord- und Südtirol an. Ja. Ja. zum Schluss, ich habe da der neue Bürgerkrieg, das offene Europa und seine Feinde. Und das endet, ich lese den Schluss des Buchs vor, eigentlich stehen wir kurz vor dem Ziel und haben alle Möglichkeiten, die nationale Abzweigung diesmal nicht zu nehmen und den einen Markt und die eine Währung, die wir bereits haben, um eine Demokratie zu ergänzen. Gleiche Rechte für gleiche Bürger. Wir sind die Bürgerinnen und Bürger Europas. Es lebe die Europäische Republik. Damit enden viele ihrer Texte in den letzten Jahren. Es lebe die Europäische Republik. Sie schreiben hier, wir sind kurz vor dem Ziel. Und jetzt wollte ich Sie fragen nach dieser Proklamation, die Sie gemeinsam mit Robert Menasse und Milo Rau vorhaben, im November, da habe ich zunächst gelesen, der Robert hat mir erzählt von Balkonen, dann habe ich jetzt gehört, nein, es soll in den Theatern stattfinden und das wird ein Text sein, wahrscheinlich nicht das Manifest, das es schon gibt, sondern ein neuer Text, den Sie mit Robert Menasse schreiben. Bitte sagen Sie uns was drüber. Dankeschön. Ja, vielleicht sage ich einfach mal dazu, dass ich echt ganz viel Yoga mache, ja, und dann ist immer so, thoughts become words, become action, become reality. Soll heißen, ich bin fest davon überzeugt, dass was wir nicht denken, wird keine Wahrheit und was wir nicht aussprechen, wird keine Wahrheit. Soll heißen, wir machen Realität, wir schaffen sie. Und ich wollte vor allen Dingen mit diesem European Balcony Project, das Sie im Internet finden, European Balcony Project, wollte ich einen Sprechakt machen, wie man sagt. Ich wollte es einfach aussprechen, ja. Wir machen jetzt die Europäische Republik. Ich wollte das aussprechen, weil wir die populistische Bedrohung haben, weil wir die nationalistische Bedrohung haben, weil diese Leute laut sind, nicht in der Mehrheit, aber laut, nicht in der Mehrheit, aber gut organisiert, nicht in der Mehrheit, aber mit viel Geld ausgestattet. Die AfD kriegt 40 Millionen Wahlkampfrückkostenerstattung. Ich hatte 36.000 Euro für Crowdfunding, für meine Balkone, ja? Und die Idee war tatsächlich, wie kriege ich das eigentlich hin, dass wir an einem Ort, nicht an einem Ort, aber an einem zeitlichen Moment, also an einem sozusagen zur gleichen Stunde, alle europäischen Bürger einfach mal aussprechen lassen, wir sind die Bürger Europas und wir wollen gleich sein vor dem Recht. Wenn wir das aussprechen, so als Sprechakt, bilde ich mir halt ein, dass der Weltgeist von Hegel das hört und dass der das dann schon irgendwo hinschiebt. Und deswegen habe ich mich mit Milo Rau zusammengetan, weil ich ja eben keine Revolution machen wollte, also möchte ich weder auf den Heldenplatz noch keine Ahnung, ja, ein Rathaus stören, das wäre ja tatsächlich ein revolutionärer Akt, habe ich mir gedacht, wir könnten mit Bert Brecht arbeiten, das Theater schafft Wirklichkeit, also gehe ich an die Theater. Und die Idee war, wenn ich das schon nicht sozusagen in öffentlichen Balkonen aussprechen kann, dann spreche ich es halt von Theaterbalkonen aus und mache diesen Sprechakt im theatralischen Akt als Kunst im öffentlichen Raum. Und das war, um es wirklich mal so auch zu schildern, es war auf Französisch, würde ich sagen, une idée farfelue. Ja, das war wie so eine Idee, machen wir jetzt mal. Ja? Und dann haben wir es gemacht, das Crowdfunding.
Und um ehrlich zu sein, ich fühle mich im Moment gerade wie beim Zauberlehrling. Ne? Besen, Besen, bist gewesen, denn die Geister, die du riefst. Jedenfalls, das Projekt ist im Internet. Wir kriegen täglich Anfragen von Leuten, die mitmachen. Wir haben es inzwischen völlig dekonstruiert. Jeder kann mitmachen, jeder hat einen Balkon. Das Manifest ist im Internet. 10. November, 4 Uhr nachmittags, auf den Balkon gehen, Fenster aufmachen, vorlesen, 2 Minuten. Von Sofia bis Portugal. Und welcher? Dankeschön. Ein Satz noch. Das Schauspiel Wien macht mit und es hat es heute veröffentlicht. Also heute ist es im Programmheft vom Schauspielhaus Wien. Und es ist tatsächlich, also wirklich, tu mal ab, muss surprise. Ja, das Burgtheater will auch mitmachen, aber irgendwie wollen alle Theater gerade mitmachen, ja. Aber wir wollen, und da lege ich wirklich großen Wert drauf, es geht nicht um die Theater, die da was machen, sondern es geht darum, dass jeder einen Balkon hat und wenn sie keinen Balkon haben, hat jeder einen Stuhl, auf den man stellen kann oder auch eine Leiter oder auch auf so eine Rutschbahn. Wir haben, ja, das so. Jedenfalls, es geht mir zentral um den Sprechakt, dass wir das einfach mal machen, dass jeder dabei sein kann. Ist es der 9. oder der 10. November? Der 10. November, warum? Erstmal, weil es ein Samstag ist, haben wir gedacht, haben die meisten Leute vielleicht ein bisschen Zeit für solche Spielchen. Aber wir haben schon darüber nachgedacht, der 9. November ist natürlich der historisch belegte Tag mit der Republikausrufung, ne? Österreich, Weimar und so weiter. Aber der 9. November hat in Frankreich, Portugal, Spanien keinen Resonanzboden. Die haben einen emotionalen Resonanzboden wegen dem 11. November, Ende Erster Weltkrieg. Und wir haben uns dann gedacht, gut, also nicht nur ist der Samstag dazwischen, ist halt der 10. November. Wir schaffen einen neuen europäischen Erinnerungsort. Wir verbinden den 9. November mit dem 11. November, machen daraus den 10. als neuen Tag. Welche Uhrzeit? 4 Uhr nachmittags. 4 Uhr Nachmittag? 4 Uhr nachmittags, 10. November. Von dem europäischen Balkon. Und das soll, das heißt, es kommt ein Text. Der Text ist schon im Internet, auch auf Latein, auch Esperanto, in 13 Sprachen. In 30 Sprachen. Ich glaube, wir haben inzwischen 14 Sprachen plus Latein und Esperanto. Und was wir auch cool fänden ist, wenn man das zum Beispiel in Italien auf Portugiesisch vorliest oder auch in Finnland auf Slowenisch, also dass wir das mal sichtbar machen, was hier gerade passiert. Denn ich glaube tatsächlich, es passiert gerade. Das heißt, Sie rechnen mit Zagreb und Malaga. Zagreb ist dabei, Lampedusa ist dabei, Danzig ist dabei. Wir haben tatsächlich, muss ich sagen, ein Schwergewicht, sage ich mal fast leider, auf deutsche und österreichische Theater, die über 100, die da schon teilnehmen. Also nicht nur Theater, sondern auch so NGOs und Jugendgruppen und so. Ne? Also wenn ich Theater sage, ist das so. Und wir sind aber gerade dabei, dass wir wirklich nach, also wir haben auch ein paar Briten oder englische... Wie ist mit Frankreich? Frankreich ist leider echt ein großes Problem. Ich war gerade in Marseille. Ich habe versucht, das geht jetzt auch gerade ein bisschen besser. Dazu muss ich vielleicht sagen, in Frankreich funktioniert La République Européenne nicht. Warum? Weil Marine Le Pen sich die Republik geschnappt hat. Deswegen habe ich das Buch ja geschrieben. Aber wenn Sie sich mal angucken, in den 2011-12er Jahren, als Marine Le Pen 15 Prozentpunkte hochgegangen ist, nach dem Vater, ne, 2011, hat die als Sprechakt ständig auf jedem Marktplatz gesprochen, La République, c'est moi. Jetzt muss man Frankreich ein bisschen kennen, die Jeanne d'Arc ist die rechte Republik, ne, und die Marianne, blanke Brustrevolution, ist die linke Republik. Jedenfalls die Republik hat einen riesen Resonanzboden, rechts und links, Marianne und Jeanne d'Arc. Und in dem Moment, wo Hollande, le système UMPS, also das System aus UMP und PS, verrät uns, ja, ich, Marine Le Pen, je suis la République. Bis hin zu dem Punkt, dass es eine eine Sitzung der französischen Nationalversammlung gegeben hat, wo Emmanuel Valls, damals Premierminister, irgendwann mal, können Sie im Internet nachgucken, auf dem Podium am Rednerpult stand, sagt Marine Le Pen, la République ne vous appartient pas. Ja? Mhm. Und das war mir so elektrisierend, dass die Marine Le Pen intuitiv den ältesten Begriff für Staatlichkeit, nämlich Republik, besetzt hat, ja, dass ich ihn ihr eigentlich klauen wollte mit Europäischer Republik. Aber da jetzt die Marine Le Pen das ziemlich gekapert hat in Frankreich, funktioniert das nicht so richtig. Aber was hat Macron gemacht? La République en marche. Mhm. La République en marche. Ja. Zum Schluss, ich zitiere aus Zeit Online. Die
waren in ihrer Wohnung, wo sie ein Interview gemacht haben, und da heißt es, an einem Wandspiegel hat sie mit Lippenstift ein Zitat Mahatma Gandhis geschrieben. Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie dich aus, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Sie haben dankenswerterweise auch schon ein Datum festgelegt, wann Sie endgültig gewonnen haben werden, nämlich am 9. Mai 2045. Das ist ganz klug gewählt, weil das sollten Sie selber noch erleben. Ich werde leider nicht dabei sein, mit einem Wort, Sie sind tatsächlich optimistisch. Optimistisch ist das falsche Wort. Was jetzt auf meinem Spiegel steht mit Lippenstift, ist Václav Havel. Hoffnung ist nicht, dass die Dinge besser werden, sondern Hoffnung ist, dass man das Richtige tut, auch wenn sie nicht besser werden. Das ist ein schöner Schluss. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Ja, ich danke auch. Ja.